Und los, Freunde, hallo. Willkommen zurück zu Adobe Live, Freunde der Sonne. Es ist der erste Tag und die letzte Session für heute. Und wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir chan es nicht lassen. Das hat nicht so gut geklungen. Wie ich chan es nicht lassen. Nee, ich chan es nicht lassen. Ja, genau. So. Wir haben den Lasse hier. Willkommen, Lasse. Dankeschön. An dieser Stelle würde ich gerne so einen Button haben mit so Fake-Geklatsch. Schön, dass du da bist, Lasse. Das danke, ist danke, super, danke, dass du hier bist. Wow, ja. Hallo. Hello. Hi, allerseits. Nein, willkommen zurück auf jeden Fall. Es gibt ganz viel zu zeigen, ganz viel zu machen. Und wir haben heute auch viel vor, weil der Lasse muss natürlich in 6 Stunden euch versuchen, Photoshop heute beizubringen. Mhm. Und morgen und übermorgen. Lieber Lasse, vielleicht willst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Ja, kann ich tun. Und dann sage ich noch ein paar Worte dazu, aber okay. Einfach nur, dass jeder weiß, wer du bist. Ja, ich bin der Lasse, ich komme aus Bremen und ich bin hauptberuflich Fotograf und Photoshop-Künstler, könnte man sagen. Viele kennen mich auch als Stockfotograf, damit habe ich im Prinzip angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe 2011. Ich habe meine Bilder verkauft über Stockplattformen, also das mache ich auch heute noch, zum Beispiel Adobe Stock. Damit war ich recht erfolgreich und dann bin ich auch irgendwie mit Adobe irgendwann in Kontakt gekommen und ja, heute mache ich viele verschiedene Dinge. Also ich verkaufe einerseits natürlich immer noch Fotos, aber ich bin auch Auftragsfotograf, aber ich sehe mich immer weniger als Fotograf, denn das Fotografieren ist jetzt nicht so meine Leidenschaft. Ich mache das zwar, aber ich bearbeite halt gerne meine Bilder mit Photoshop und das sieht man sicherlich auch an meinen Bildern. Und ja, ich gebe Workshops, ich mache Tutorials auf YouTube und verkaufe welche auf meiner Website. Also ich mache so viele verschiedene Dinge. Ja, das so zu mir, so die grundsätzlichen Sachen. Gut, vielen Dank für die Intro. Ich sehe schon, im Chat haben sich auch schon einige bahnbrechende Witze wieder angesammelt. Ne? Okay. Tim schreibt, ob ich die ganzen Lasse-Witze zulasse. Zulassen schon vielleicht, aber ich die ganzen Lasse-Witze zulassen schon, das könnte man. Ja, stimmt, das hätte man noch erweitern können. Carina, Katharina sagt, lasset Herrn Behnke beginnen. Das sind die Creatives hier. Ne? Ja, das sind tatsächlich kreative Leute. Ja, ja, solange ihr nicht anfangt mit Lasse ist klasse, das Lasse ist mein also absoluter Lieblingsspruch natürlich, den ja. Ich schon seit meiner Geburt höre. Klasse, Lasse. Und, ja. Das ist klasse. Genau. Ja, Uli sagt, ist noch kein Bild da, jetzt schon hoffentlich. Und Ecki sagt, cool, pünktlich ist man von Chan gar nicht gewöhnt. Wie soll denn das jetzt hier heißen? Hallo? Das stimmt gar nicht. Ist ja gar nicht wahr. Auf jeden Fall Thomas, Marien und Patrick und Irene sagen auch alle Hallo, Chan und Lasse. Schön, dass ihr alle da seid. Wie immer gilt, wenn ihr zuschaut und mit kommentieren, chatten wollt, weil dafür machen wir den Livestream. Dann kommt auf adobelive.com und da habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Ich werde die dem Lasse hier vorlesen, weil ich habe den Chat hier. Und genau, der Lasse wird euch heute in erster Linie erstmal zeigen, wie man in Photoshop einsteigt. Genau. Und das wird natürlich klasse. Lasse. Ich konnte es nicht lassen. Sorry. Vor allen Dingen, weil wir ja auch auf der Max waren. Für all diejenigen, die jetzt die ersten beiden Sessions verpasst haben und jetzt neu dazugestoßen sind, wir waren ja vor ein paar Wochen auf der Adobe Max. Du warst letztes Jahr dabei. Mhm. Na, wie war es so für dich? Also ich war ja letztes Jahr tatsächlich sogar schon das zweite Mal dabei. Es ist immer ein Hammererlebnis. Also das ist schon krass, was Adobe da auffährt und die Shows und also dieses Ganze drumherum, die vielen Leute, die alle kreativ sind und also da wird tatsächlich einiges geboten. Es ist schon immer ein Erlebnis, muss man so sagen. Ja, es ist der Wahnsinn. Also ich habe es heute Morgen schon ganz oft erzählt, aber was da an Sachen passieren, die Leute, die man da sieht, also um jetzt mal ein paar Namen in den Raum zu werfen, Billie Eilish war da, Takashi Murakami, jetzt weiß ich es wieder, Murakami, der japanische Designer, Dave Grohl war da, ne, der, das wusste ich gar nicht, der ja irgendwie Drummer von Nirvana war. Ja, doch, das wusste ich tatsächlich. Ich wusste es nämlich nicht. Ja. Ich dachte nämlich, ich kannte ihn nur von Foo Fighters. Mhm. Ne? Und dann hat er so da gesessen und hat dann erstmal erzählt, wie es so war damals, so mit Kurt Cobain, da dann einfach so diese Jam-Sessions zu machen, Anfang 20 und da so zu chillen. Und ich dachte so, okay, kann man machen, ganz lässig. Ne? Ja, da irgendwie. Das ist schon krass. Das war schon auf jeden Fall eine Bereicherung. Und man muss sich halt vorstellen, es sind 15.000, 16.000 Leute, die da vor Ort sind und die, das sind die ganzen Kreativen aus der Welt, ne?
die sammeln sich da und einerseits, klar, alle gucken zusammen sich diese super coolen Keynotes an, wo dann auch die neuesten Updates vorgestellt werden. Man guckt, holt neue Inspirationen von den Speakern, wie eben Dave Grohl, Billie Eilish und Co. Es gibt ganz viele Workshops von ganz vielen Kreativen, die angeboten werden, wo man eben auch die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden. Aber so mein persönliches Highlight, neben der Max Party, die wir letztes Jahr leider nicht mitbekommen haben. Ja, aber dieses Jahr haben sie es direkt auf dem Platz gemacht beim Staples Center. Aber mein persönliches Highlight ist tatsächlich, sind die Max Sneaks. Mhm. Ja, und die Sneaks, die geben so einen Ausblick auf die nächsten Jahre, wobei man halt einfach dann Prototypen sieht, die bei uns in den Laboren gerade getestet werden, wo man einfach schaut, was gibt es so in den nächsten Jahren. Und es passiert halt gerade ganz viel, weil viel mit Adobe Sensei gearbeitet wird. Das ist so unsere hauseigene künstliche Intelligenz. Heute Morgen haben wir schon ein paar Sachen zum Thema Video gezeigt. Wir werden heute auf jeden Fall eins zeigen, und zwar gleich. Ne? Also eine Sneak zum Thema Foto und Co. werden wir euch zeigen. Die wird euch aus den Socken hauen. Ich garantiere es euch. Und die anderen, würde ich sagen, verteilen wir einfach auf die nächsten beiden Tage, weil wir haben ja heute eine Einsteiger-Session. Mhm. Ne? Und es wäre ja blöd, dann die ganzen Sachen jetzt schon zu zeigen. Und für euch, die lieben Einsteiger, die das noch gar nicht so ganz verstehen, was für Ausmaße das hat, wäre das ja so ein bisschen schade. Also lieber erstmal einsteigen und dann zu sehen, okay, was ist dann so der gesamte Ausmaß an das gesamte Ausmaß an Dingen. Ja, klingt gut. Genau. Also ich würde sagen, wir switchen mal ganz kurz auf deinen Laptop. Dann können wir mal ganz kurz erstmal deine Sachen zeigen. So ein bisschen Artwork von dir ist ja bestimmt auch ganz spannend. Ja. Das mache ich jetzt genau. Mal ganz schnell. Zack. Wir sind jetzt gerade auf meiner Website. Laufen jetzt gerade so ein paar Bilder durch. Könnt ihr sehen, was ich so mache für Bilder. Also ich mache eigentlich hauptsächlich so, ich würde sagen, werbliche Sachen, also werbliche Fotomontagen. Da ich eben aus der Stockfotografie hauptsächlich komme, musste ich mir das ein bisschen angewöhnen, aber das war auch nicht schlimm. Das war immer das, was ich auch machen wollte, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Also ja, mir wird oft gesagt, dass das ein relativ werblicher Look ist. Und die Bilder haben sich auch ganz gut verkauft. Also ich habe immer darauf geachtet, dass die Bilder eine große Zielgruppe haben. Mhm. Ist nicht bei jedem, das ihr hier seht, aber zumindest bei meinen Stockbildern. Ich kann ja hier nochmal auf mein Portfolio gehen, dann seht ihr nochmal einen etwas größeren Überblick von den Bildern, die ich so mache. Das ist jetzt ein bunter Mischmasch aus Auftragsarbeiten, Stockfotografie und freien Arbeiten. Also ich denke, man sieht auf den ersten Blick, dass ich viel bearbeite. Und in letzter Zeit arbeite ich tatsächlich auch viel mit 3D. Mhm. Das nutze ich aktuell vor allem, um mir Landschaften oder leichtere Objekte zu bauen. Also zum Beispiel bei diesem Bild hier, da ist die Landschaft komplett 3D. Da ist zum Beispiel nur der Himmel und dieser Hirsch ein Foto. Und ich nutze das mittlerweile auch für Kundenprojekte, wo ich dann auch Stockbilder und 3D-Sachen verbinde. Hier ist zum Beispiel die Straße 3D, der Rest sind Stockbilder von Adobe Stock. Das war ein Projekt für Continental, was ich jetzt vor einiger Zeit gemacht habe. Das ist sehr vielfältig. Ich tue mich auch schwer, mich da tatsächlich auf ein Thema festzulegen, aber wenn man es jetzt so ein bisschen umrahmen würde, würde ich sagen, wir machen Sachen mit Menschen Spaß, wir machen Sport Spaß und wir machen Sachen Spaß, die irgendwie Bewegung beinhalten, auch was Fahrzeuge angeht und so. Also das wären so die Sachen, die ich gerne behandle in meinen Bildern. Viel mit Action und viele Bilder, die irgendwelche Effekte zulassen, die schick aussehen. Sehr cool. Sehr cool. Falls ihr da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollt, auch zum Thema Stock, der Lasse war ja schon mal bei uns, und dann schaut euch doch einfach auf unserem entweder adobelive.com Channel oder auf unserem YouTube-Channel, adobe.de heißt der, da könnt ihr euch die vorherigen Adobe Live Sessions mal angucken, am besten die mit Lasse dann, genau. Und da zeigt er euch auch mal so ein bisschen. Zeige ich euch genau dieses Bild, was ihr gerade seht, das bearbeite ich von A bis Z, also falls euch das interessiert, genau, könnt ihr die alte Version gucken, aber natürlich nicht jetzt, erst. Genau, jetzt geht es ja erstmal um Photoshop. Ja. Da habt ihr auf jeden Fall auch im Nachgang noch massig Zeit, euch das anzusehen. Vor allen Dingen ist auch super interessant zu sehen, wie funktioniert eigentlich so Compositing. Ne? Wie setzt man eben ein Bild aus mehreren anderen Bildern zusammen und lässt das so einfließen, dass sie eben nicht so wirken, als ob es ein Patchwork-Bild ist, ne? Sondern dass es wirklich so war. Genau, wie gesagt, schaut euch gerne den Link an und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns doch mal eine Sneak an von der Adobe Max, weil wie gesagt, es ist Wahnsinn, was da für Updates kommen und auch vor allen Dingen, was die Zukunft bringen wird. Ne? Es gibt wirklich richtig krasse Sachen. Ich hatte auch schon erzählt,
Das, was wir jetzt sehen werden, ist nämlich lustigerweise, haben wir vor 2 Jahren einen April-Scherz gemacht über unseren Instagram-Channel und haben genau dieses Thema, um das es jetzt gehen wird, haben wir als April-Scherz sozusagen veröffentlicht und gesagt, jetzt kommt ein neues Tool, das macht halt genau dieses Feature. Und wir wussten damals noch gar nicht, dass das in the making ist. Ne? Und jetzt dieses Jahr zur Max wurde es einfach veröffentlicht als Sneak, von wegen, es passiert doch, es passiert wirklich. Und wir alle so, ne, ist nicht euer Ernst. Aber ich will gar nicht so viel erzählen. Ich Vielleicht kannst du weiß mal kurz auf immer noch YouTube nicht, gehen. worüber du genau Ja, das wirst du jetzt sehen. redest. Aber Geh mal auf YouTube und dann google mal Max. ihr seht, ich interessiere mich für Basketball sehr viel. Und dann About Faces. Und dann Faces. Vielleicht noch Adobe dazu. Sonst macht er Macht das nicht relativ manchmal. Sinn. Adobe. Das Das hier? erste ist es, genau. Nochmal kurz auf Stopp. So, und dann nochmal groß. Testen jetzt mal ganz kurz und dann gebe ich dir nämlich das Ding mal in die Hand. Aber ihr dürft gespannt sein, weil das ist echt der Shit. Wer auch immer jetzt das hier so vertrandelt hat. Das ist eins, aber wieso will der jetzt nicht? Achso, okay. Jetzt. Ich höre mal ganz kurz rein. Warte. Warte, warte, warte. Erstmal Musik aus. Und dann machen wir noch die Rauschunterdrückung weg. Okay. Alles klar. Ein bisschen lauter. Authenticity initiative yesterday with like Twitter, New York Times, basically is an image authentic? Like what can we do Okay, nochmal Stopp. as responsible? Okay. Here you go. Viel Spaß, Leute. Creators. And I think what helps with that is this next technology, which is really cool. It's called Project About Face, presented by Richard Zhang. Welcome, Richard. All right, good evening, everyone. So I have a simple question for you. Out of these two images, one of them has been tampered. Can you tell which one it is, the left or the right? Left. I'll give you a quick second here. Okay, hopefully you've decided. Now let's take a quick poll. So if you think it's the one on the left, please clap. And if you think it's the one on the right, please clap. Okay. It seems like there's a little bit of indecision, and maybe I've also forgotten, but luckily we have this tool here that might be able to help us. Now, it's a little bit late in the day, so it might take a few seconds for this to process. Let's see what it gives us. Okay. Processing and soon a background check. There we go. Okay, so it says this one checks out, and you can see that because it says there's a low probability of manipulation, and there's this nice green arrow for us as well. Okay, let's check the other one. Okay, so this is the second image. Okay, so this is a machine learning or AI-based system, and it's only looking directly at the pixels, so it's not using any metadata or anything at all. It's just looking at the pixels and trying to make a judgment call. And it goes ahead and identifies this one as the manipulated one. Wow. Now, training a machine learning system can take a little bit of effort, but luckily I have some great collaborators, which I'd like to acknowledge here. Now, I do have one confession to make. I couldn't help myself, and I actually went and tampered with all of these photos here. So let's see what happens. So let's take Cheng Yu. So he was actually the first author on this academic paper that we wrote together. And we can put his face through our system and see what it tells us. Okay, so it finds out that it's been manipulated kind of egregiously. Now, wouldn't it be cool if it could also tell us which pixels were actually touched? Well, we can try that right here. I'm going to click on heat map, and there it is. See? Highlighted the parts that have been messed with. Now, how is it actually doing this? Well, allow me to speculate a bit. And for doing that, I'm going to use this picture of our wonderful host, Paul. Now, I'm going to go ahead and edit this in my favorite image editing tool, which is Photoshop. I think some of you have used it.
Now, what I can do is I can take this and I can squish his forehead or I can extend it as I wish. Wow. Now, that looks good. You might want to think about just a little. Yeah. Just a little. Now, this is not only fun to do, but we can also think about what's actually happening under the hood. As I'm stretching out his forehead, that means certain pixels are being stretched, which means we have to do interpolation. Essentially, we have to make up data. And other parts of the image are being compressed or squished, which means we have to throw away data. Now, both these operations might leave behind some sort of trace that, while naked to invisible to our naked eyes, a machine learning or AI system might be able to pick up on and clue in on. Okay, so that's how it might actually work under the hood. Now, I do have this picture of Paul open, so maybe we should just play around a bit with it. No, so, or not. You don't have to do that. I'm so, just saying. How about some nice big anime eyes for you, Paul? Yeah. And why don't we give you a... That's not smile. Creepy. That's great. All right. This is why you don't mess with a designer. Do they have these tools? That's right. So we're going to call that modified. Clearly. Hopefully. And we're going to go ahead and push this through our system here. Okay, so this one, fairly obvious that it's been touched, but we can see if our system confirms that. Stinking. Okay, once again, it's pretty obvious, and I can hit heat map here. Yeah, see. Now, I can tell Paul may be a little bit unhappy with me, but Paul, wouldn't it be really cool if the system could actually undo it? Yes, please. Okay, let's try it out. So this is using machine learning to try to undo the corruptions that I just added. You see that? There it is. Richard, you're the man. Amazing. Is that not cool? That's so cool. But you know what? Get a screen grab of that, you know, because, you know, in 50 years, you might go, hey, Doc, can you do Can you do a little? Yeah. And I had makeup on in that picture. That was from last year's. That's a very nice picture. Thanks, man. But you're talking to the one on the right, right? Yeah, I'm the one on the right, but the one on the left, you know, as I said to Kenny Rogers, no one will notice, you know? Wenn du das machen würdest, also wenn man dein Bild da reintun würde zum Testen. But that's fantastic. I think this is really cool. The things we could do with technology is certainly amazing. Wouldn't you say? We're kind of wrapping up. Did you have a favorite at all? I have to say, adding audio to a still image was great because I can. There's so many relatives that never said they loved me, and now I can take their old photos. You were right, John. You should have been a comedian. Das ist der Moderator von Saturday Night Live, like so einer der bekanntesten Talkshows in Amerika. While I have you all here, so should lustig. I accept cookies or no? We'll talk later. Is that okay? Fantastic. You should? It's creepy though. What if someone came to your door and said, do you accept these cookies? You'd call the police. That's fantastic. Someone just walked out in a Hawaiian shirt and shorts. That joke bombs so hard. It is. We could actually stand up. It actually is time to go. Speaking of cookies, there's a ton of food, drinks, all that good stuff at the Max Bash, which is right out these doors, that direction. And if you're hungover tomorrow. Ja, aber krass, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon krass, dass das überhaupt möglich ist, gerade auch das wieder rückgängig zu machen. Ne? Das ist schon. Ist schon eine Ansage. Ja. Also. Marine hat auch richtig geschrieben, so und jetzt einmal schnell durch Instagram mit dem Programm und eine ganze Welt zerstört. Ja, also Hintergrund der ganzen Story ist tatsächlich, dass wir natürlich Tools herstellen, mit denen es möglich ist, ganz viel zu manipulieren. Und die meisten machen das natürlich in guter Absicht, aber es gibt natürlich auch ganz viele, die das in böser Absicht machen könnten. Ne? Und der Hintergrund ist einfach zu sagen, dass Adobe das so ein bisschen auch als persönliche Verantwortung sieht, Tools, neben den Tools, die manipulieren können, auch Tools natürlich zu entwickeln, die das aufdecken können, falls es notwendig ist. Ne? Und das war so ein bisschen die Idee damals, das Ganze zu entwickeln. Ist wie gesagt ein Sneak, das heißt, es ist ein Prototyp und es ist gerade in the making sozusagen. Er wird jetzt noch nicht in nächster Zeit erscheinen, aber es kann ganz schnell auf den Markt kommen.
Und wie gesagt, es geht so um Responsibility, um Verantwortung. Und klar, es wird bestimmt den ein oder anderen Wahnwitzigen geben, der dann einfach durch Instagram geht und unter jedes Bild, was irgendwie irgendein Instagram-Model gepostet hat, praktisch das, das aufdeckende Bild posten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ist, das passiert. Ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Also, ich meine, ich sage ja ganz offen, dass meine Bilder bearbeitet sind, aber ich schraube jetzt auch nicht so viel an Menschen herum, dass ich die irgendwie dünner mache und solche Geschichten. Wobei, wer weiß, vielleicht mache ich es doch und dann wird das irgendwann alles aufgedeckt. Ja, und es geht natürlich nicht nur mit Gesichtern, sondern es geht mit jeglichem Bild, weil die Idee dahinter ist, dass du sagen kannst, okay, du kannst nicht nur sehen, was bearbeitet wurde, also die Bereiche, sondern auch tatsächlich es rückgängig machen und zeigen, wie es im Original aussehen würde. Ja, das ist super krass, finde ich. Das ist richtig krass. Und alles basiert eben, wie gesagt, auf Adobe Sensei, unserer hauseigenen künstlichen Intelligenz. Und das ist nur eine der Sneaks, wie gesagt. Zwei haben wir heute Morgen gezeigt. Es sind noch 7 weitere. Und die anderen, die jetzt gerade zum Thema Foto sind, da gab es nämlich einige, die werden euch auch richtig überraschen, glaubt mir. Aber die werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, das war jetzt so das eine. Und das hatten wir tatsächlich vor 2 Jahren als Joke einfach mal zum April-Chat sozusagen gezeigt. Also nicht genau das, sondern halt einfach gesagt, es wird, wir haben jetzt heute, April 2000, 1. April 2017, haben wir ein neues Tool rausgebracht, bei dem du genau das machen kannst. Ne? Also rückwirkend praktisch sehen, wie ob ein Bild gefaked ist oder nicht. Ich weiß ja gar nicht, es hieß, glaube ich, Fake auf Decke oder sowas. Mm. Ich glaube, keine Ahnung. Guter Name. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Mm. Und André sagt, finde das, to be honest, immer noch ziemlich unnötig. Ja, wie gesagt, für dich als Einzelperson vielleicht nicht ganz notwendig, aber es wird genug Fälle geben, bei denen das notwendig sein kann. Ne? Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn es um das Thema Urheberrechtsverletzung zum Beispiel geht oder wenn es um Wettbewerbe geht, bei denen es zum Beispiel heißt, es muss ein, also Beispiel, es gab doch so ein ganz berühmtes Foto von jemandem, der einen Wettbewerb mit dem Flugzeug, ne? Über diese, genau. Diese Leiter da oder sowas. Ne? Genau, du guckst dann praktisch, also es ist eine von unten nach oben Ansicht, du guckst in den Himmel, ich glaube, von einem das sind so Wolkenkratzer an der Seite. Ja, man hat irgendwie durch so eine Art Tunnel nach oben geschaut. Genau. So ein, also, so, ja, wie als ob du in so einem Hof bist. Entlang oder so. Genau. Und dann ist anscheinend, also das Bild sieht halt so aus, ob genau zur richtigen Zeit, genau in der Mitte ein Flugzeug praktisch da durchgeflogen ist. Mhm. Und es hat sich dann aber im Nachhinein herausgestellt, dass es halt gefotoshoppt war. Ne? Dass das Flugzeug da einfach reingestempelt wurde quasi. Und für genau solche Fälle kann das gut sein. Ne? Dass man sagt, okay, es geht hier darum, dass man ein, also beispielsweise wie gesagt, das schönste Foto des Jahres, ne? Das darf aber nicht manipuliert worden sein, dass man sowas eigentlich aufdecken kann. Weil je besser man in Photoshop ist, seien wir ehrlich, desto schwerer ist es, das zu entdecken. Ja. Muss man einfach sagen. Genau, aber wie das Ganze erstmal funktioniert von der bösen Seite, das zeigt euch jetzt erstmal der Lasse. Ja, genau. Ja, ich will euch heute ein bisschen was über mein Lieblingsprogramm erzählen. Heute tatsächlich für Leute, die das Programm vielleicht noch nie benutzt haben, vielleicht nutzt ihr nur Lightroom oder vielleicht habt ihr auch noch nichts dergleichen gemacht. Ja, ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie Photoshop für jemanden erklärt, der das noch nie geöffnet hat. Also das wird jetzt auch für mich eine Premiere. Wird jetzt mal Zeit, ne? Ich habe immer nur Leuten das erklärt, die schon so ein bisschen wussten, was das ist und wie das geht. Und deswegen finde ich das auch ganz spannend, jetzt das mal so von Grund auf zu erklären und tatsächlich auch mir zu überlegen, was sind denn eigentlich wirklich die wichtigsten Dinge zum Anfang? Und ich habe Photoshop jetzt hier auf, so sieht das erstmal aus, wenn man das öffnet. Kann auch sein, dass es bei euch ein bisschen anders aussieht. Ich habe jetzt hier unten immer meine letzten Bilder, die ich geöffnet habe, drin. Normalerweise, wenn man jetzt aber anfangen möchte, irgendwas zu tun, dann würde man sich entweder hier oben über Datei und neu ein Dokument erstellen. Hier über diesen Dialog kann man jetzt eine Datei erstellen. Die ist dann einfach, hat einfach nur einen weißen Hintergrund. Da könnt ihr hier alles einstellen, wie die aussehen soll, welche Breite, Höhe, da könnt ihr Pixel nehmen oder auch andere Maßeinheiten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel was für einen Druck oder so machen wollt, dann macht es vielleicht eher Sinn, irgendwie Millimeter oder Zentimeter zu nehmen, damit ihr das genau abschätzen könnt. Aber das war ein bisschen näher zu nähern. Ich kann auch ein bisschen näher rankommen sonst. Kannst du es noch sehen? Ja, passt. Ich kann es ja ein bisschen hier anschieben. Ganz kurz vielleicht, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat. Immer gerne Fragen, auch wenn ich irgendwas zu schnell erkläre, wenn irgendwas nicht klar ist, einfach Fragen. Oder wenn ihr noch zu bestimmten Werkzeugen, die ich dann zeige, noch weitere Fragen habt, dann erzähle ich das gerne. Also, und André hat auch gefragt, beginnen wir bei Null. Genau, heute geht es tatsächlich genau darum, dass man sagt, wir sind hier heute für Einsteiger. Und dann wird es da praktisch einen fließenden Wechsel geben, dass man sagt, okay, morgen geht es eher fortgeschritten zu. Und dann am Donnerstag geht es dann wirklich in die vollen, in die
weit fortgeschrittenen bis Profikenntnisse. Ne, aber genau. Also möchte ich euch auch bitten, gerade für diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind, hebt euch am besten eure bisschen fortgeschrittenen Fragen für morgen und übermorgen auf, damit gerade die Einsteiger heute die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu stellen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich alle Fragen weitergeben und dafür ist das Ganze ja da. Genau. Ne? Weil wenn ihr euch ein Tutorial anschaut und ihr habt eine spezifische Frage, ist es immer voll blöd, weil dann postet ihr das drunter und wisst nicht, ob überhaupt irgendwann mal eine Antwort kommt oder wenn, ob die dann also zureichend ist für euch. Und hier wollen wir euch genau diese Möglichkeit geben, direkt Fragen zu stellen und natürlich auch direkt was zu lernen. Genau, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, habe ich gerade wieder vergessen. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Achso, ja, also heute, klar, also heute ist für Anfänger erstmal so ein bisschen mehr, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die sich vielleicht für Fortgeschrittener halten oder die vielleicht auch Fortgeschrittener sind, ich sehe das sehr häufig, dass sie trotzdem einige Grundlagen nicht richtig drin haben. Deswegen kann vielleicht auch das trotzdem sinnvoll sein, zuzuschauen, gerade wie man non-destruktiv arbeitet und so weiter. Weil es gibt ja viele Leute, die arbeiten jahrelang mit Photoshop und die arbeiten trotzdem immer nur auf einer Ebene oder duplizieren immer die ganze Zeit die Hintergrundebene. Da will ich euch heute natürlich auch zeigen, wie man direkt richtig startet und eine Datei richtig aufbaut. So, wir waren hier gerade bei dem Dialog Neues Dokument. Ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt hier alles Mögliche einstellen. Wichtig ist eigentlich hier breite Höhe und welche Maßeinheit ihr nehmen wollt. Das hier sind immer so meine Standardeinstellungen. 6000 x 4000 und Pixel, weil das irgendwie auch die Auflösung einer meiner Kameras ist. Und viele meiner Bilder haben einfach diese Auflösung. Deswegen starte ich damit, wenn ich das so mache. Aber ich mache es tatsächlich selten so. Aber viele Leute nutzen diesen Dialog. Ihr habt auch hier oben noch 1000 Möglichkeiten. Müsst ihr euch mal durchklicken. Ich will jetzt hier nicht jede Funktion von Photoshop erklären und alles, was man in jedem Dialog machen kann. Ich will jetzt wirklich so auf die wichtigen Dinge eingehen, damit ihr starten könnt. Also ich klicke jetzt einfach mal erstellen. So kann man das machen. Jetzt habe ich hier mein weißes Dokument mit einer Auflösung von 6000 x 4000 oder 24 Megapixel und so sieht das jetzt erstmal aus. Das wollte ich euch nur einmal zeigen. Ich starte aber meistens anders. Wenn ich starte, dann ziehe ich mir eigentlich immer direkt ein Bild rein. Also ich lege mir eigentlich so gut wie nie ein Dokument an. Ich mache immer das einfach. Per Drag and Drop einfach reinziehen. Dann habt ihr auch direkt ein Bild schon drin und ist für mich noch ein einfacherer Weg. So, jetzt haben wir unser Dokument angelegt. So die üblichen Sachen, die man eigentlich aus jedem Programm kennt, auch aus Word oder was weiß ich, wenn ihr eure Datei speichern wollt, geht ihr auf Datei und dann Speichern unter, solche Sachen sind hoffentlich relativ klar. Wenn ihr auf Speichern unter geht, gibt es jetzt neuerdings auch die Möglichkeit, in der Cloud zu speichern oder auf dem Computer. Ich speichere meistens aktuell noch auf dem Computer. Wichtig ist, wenn ihr Ebenen nachher in das Dokument einbaut, wenn das größer wird, dann speichert ihr das nicht als JPEG, sondern immer als Photoshop-Datei. Aber das wird ja auch euch auch automatisch vorschlagen, sobald mehrere Ebenen in diesem Bild sind. So, bevor man jetzt hier anfängt, irgendwie Sachen zu manipulieren und so, muss man ja sich erstmal im Raum bewegen können. Das ist, würde ich sagen, das Wichtigste und über allen Dingen, die man lernen möchte, ist Wiederholung einfach das A und O. Ne? Also ich habe in den letzten Jahren deutlich gemerkt, man kann im Prinzip alles lernen. Ihr müsst nur ein bisschen Zeit haben und die Sachen einfach super häufig wiederholen. Selbst wenn das so Kleinigkeiten sind, wie sich in Photoshop zu bewegen und oder bestimmte Shortcuts zu nutzen für alles Mögliche, aber auch für die Bewegung. Also zur Bewegung erstmal zwei Tipps, die ich nutze. Also ich würde jetzt erstmal anfangen mit dem Zoomen. Wir haben jetzt hier das Bild. Ich möchte jetzt hier reinzoomen und hier dem Faultier so ein bisschen mehr ins Gesicht gucken. Ich mache das jetzt gerade mit dem Mausrad. Das geht in der Standardfunktion von Photoshop nicht. Das muss man umstellen, soweit ich weiß. Das finde ich aber super einfach, gerade für Anfänger, weil Anfänger nutzen dann gerne natürlich hier diese Lupe und stellen dann hier auf das Plus und dann kann man natürlich auch hier zoomen und dann kann man wieder aufs Minus gehen, wenn man rausgeht. Das dauert natürlich einfach super lange und super nervig. Also das ist, davon würde ich eher abraten. Gewöhnt euch lieber direkt die richtigen Shortcuts an. Das mit dem Mausrad ist nicht die schnellste Variante, aber es ist für einen Anfang super einfach. Also dafür, um das Mausrad zum Zoomen nutzen zu können, müsst ihr einmal auf Bearbeiten gehen und dann sind hier ganz unten die Voreinstellungen und dann geht ihr auf Werkzeuge. Und dann müsst ihr einfach diesen Haken hier setzen, mit Bildlaufrad zoomen und dann OK klicken. Dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Mausrad zu zoomen. Und das ist auf jeden Fall eine viel schnellere Möglichkeit, als immer hier über dieses Symbol zu gehen. Und ich finde auch eine sehr intuitive Möglichkeit, die man sofort eigentlich drin hat. Die nutze ich auch tatsächlich häufig. Ich nutze immer verschiedene Funktionen zum Zoomen, aber das ist eine Sache, die ich sehr viel nutze.
Vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, ja. Es gibt ja immer diese Shortcuts für alles. Ne? Du wirst ja wahrscheinlich jetzt einfach einige Werkzeuge zeigen. Shortcuts würde ich jetzt auch noch quasi gleich sagen. Fürs okay, Zoom. Dann mach genau. du. Genau. Ich hätte nur genau. so gesagt, es gibt ja immer die Möglichkeit, sich das auszudrucken und die vielleicht auch so gerade für den Anfang, um das zu lernen. Ja, klar. Das, aber machst du ja wahrscheinlich immer. Nee, das ist eine gute Idee. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Also es gibt sicherlich auch, wenn man irgendwie... Ich glaube, es gibt sogar so Tastaturen, es gibt sogar so Sachen, die man sich auf die Tastatur kleben kann und auch was man sich ausdrucken kann. Also sowas ist natürlich super praktisch. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, irgendwie direkt alle Shortcuts lernen zu wollen, aber so die fürs Bewegen zum Beispiel, die finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also also das eine wäre jetzt das Mausrad, damit kann man reinzoomen und immer der Punkt, den ihr mit dem Cursor quasi, auf den ihr zeigt, wieder hier einsetzen, so, auf den ihr zeigt, an den wird rangezoomt. Also, wenn ich meinen Cursor hier auf den Hubschrauber lege, dann wird auch an den Hubschrauber hier rangezoomt. Also, so funktioniert das. Das nächste wäre, sich im Bild dann zu bewegen, wenn man rangezoomt ist. Ich möchte jetzt vielleicht mehr an die Seite, aber ich möchte in der gleichen Zoomstufe bleiben. Das ist dann die Leertaste. Also, einfach Leertaste klicken und sich bewegen. In der Standardeinstellung von Photoshop ist das bei euch so eingestellt. Ich gehe nochmal in das gleiche Menü, was ich eben gezeigt habe. Werkzeuge, da ist es meistens dieser animierte Zoom und das Zielschwenken aktiviert. Das ist etwas, was ich als sehr nervig empfinde, gerade dieses Zielschwenken. Also wenn ich das aktiviert habe, dann passiert, wenn ich das bewege, dann rutscht es immer noch weiter. Das ist das irgendwie, als wenn das Bild auf so einer Eisfläche oder so liegt und man muss das immer noch mal wieder stoppen. Das ist etwas, was mich nervt. Das gibt es auch noch nicht. Also es gibt seit einigen Versionen, früher gab es das nicht. Und der animierte Zoom ist halt immer, dass das so weich zoomt. Ansonsten hat man immer so verschiedene Schritte, die quasi abgehakt zoomen. Ich schätze mal, dass dieses weiche Zoom bestimmt auch ein bisschen Performance kostet und das ist ja eigentlich nur eine Spielerei. Deswegen würde ich empfehlen, oder zumindest für mich, ihr müsst das natürlich für euch entscheiden, was ihr möchtet, aber ich stelle immer dieses Zielschwenken aus, das nervt mich und diesen animierten Zoom brauche ich nicht. So, also, Leertaste ist bewegen, Mausrad ist schon mal zoomen. So, die zweite Möglichkeit zu zoomen möchte ich jetzt nicht vorenthalten, weil ich beide Möglichkeiten nutze. Ich kann es immer nicht direkt für den Mac sagen. Ich weiß nicht, ob die, bin halt Windows-Nutzer. Also, wenn man zum Zoom-Werkzeug möchte, egal in welchem Werkzeug man ist in Photoshop, Steuerung, Leertaste, wahrscheinlich ist es dann auf Mac Command, Leertaste, möglicherweise. Dann könnt ihr einfach im Bild klicken und zoomen oder ihr könnt auch klicken, gedrückt halten und die Maus nach rechts und links ziehen. Dann könnt ihr auch weich zoomen. Also rechts ist reinzoomen, nach links ist rauszoomen. Und wenn ihr klicken wollt einfach nur, dann müsstet ihr für das Minus, also dann zum Rauszoomen, müsstet ihr noch die Alt-Taste dazu gedrückt halten. Das wäre dann auf Mac möglicherweise die Options-Taste, aber ich kann nicht genau sagen, ob der... Manchmal sind die Kürzel auf Mac ein bisschen anders. André hatte noch kurz eine Frage. Wirst du heute an einem Werk arbeiten oder an verschiedenen Beispielen? Er wollte nämlich wissen, ob morgen praktisch, wenn du an einem Werk arbeitest, an dem weitergearbeitet wird. Ich werde, je nachdem, wie weit wir kommen, werde ich vielleicht mit einem kleinen Projekt anfangen oder mit zwei kleinen Projekten, aber verschiedene Sachen. Und ich habe dann für die fortgeschritteneren Varianten habe ich noch ein paar Sachen im Petto. Das sind dann, je nachdem, wie weit wir eben kommen. Aber ich habe 3, 4, 5 verschiedene Beispiele mit. Einige sind eben aufwendiger, andere sind nur Kleinigkeiten, um bestimmte Dinge klar zu machen. Ja. Cool. Okay. Also das ist wirklich das Wichtigste, dass ihr euch bewegen könnt, dass ihr zoomen könnt und dass ihr euch hier im Bild bewegen könnt. Also wenn ihr jetzt so rausgezoomt seid, dann funktioniert das mit der Leertaste nicht, weil ihr könnt ja alles sehen. Das funktioniert dann erst, wenn ihr etwas weiter reingezoomt habt. Also wie gesagt, diese Shortcuts, wie auch immer, welche ihr nutzen wollt, gewöhnt euch die an. Setzt euch einfach 15 Minuten oder eine halbe Stunde hin und zoomt die ganze Zeit und klickt und dann könnt ihr das danach. Und dann wiederholt ihr das morgen nochmal, müsst ihr gar nicht so lange dann machen, dann reichen vielleicht auch 5 Minuten, aber so lernt man halt Dinge, einfach durch Wiederholen. Ja, das ist erstmal das, damit man sich überhaupt im Raum bewegen kann. Jetzt der nächste Punkt wäre der ganze Arbeitsbereich. Also was ihr hier ja um das Bild herum seht, ist mein Arbeitsbereich. Das ist so, wie ich mir den eingestellt habe. Man kann in Photoshop fast alles personalisieren, je nachdem, welche Funktionen man häufig nutzt. Es gibt hier oben in dieser Leiste die Fenster. Da sind die ganzen verschiedenen Funktionen drin, also nicht alle Funktionen. Es gibt ja einerseits hier die Werkzeuge, dann gibt es Fenster, dann gibt es Filter und Korrekturen und so weiter. Aber hier könnt ihr auf sehr viele Funktionen von Photoshop über
Panels zugreifen. Also das hier ist das Ebenen-Panel zum Beispiel. Dann gibt es Kanäle, Pfade und so weiter. Und ich würde es jetzt einmal kurz zurücksetzen und euch zeigen, wie ihr euren Arbeitsbereich aufbauen könnt. Wenn man auf Fenster geht und dann habe ich hier meine ganzen verschiedenen Arbeitsbereiche. Also Photoshop schlägt hier auch schon einige vor. Wenn ich zum Beispiel 3D machen möchte, dann darauf klicke, dann werden mir hier andere Fenster eingeblendet, die halt eher für den 3D-Bereich sinnvoll sind. Und ich gehe jetzt mal hier zurück auf die Grundelemente. Das ist jetzt hier anscheinend mit meiner Version überschrieben worden. So sieht eigentlich der Grundelemente-Bereich nicht aus. Deswegen würde ich hier einmal die Grundelemente zurücksetzen. So müsste das ungefähr aussehen, wenn ihr Photoshop das erste Mal öffnet. Also wir haben hier noch so Tutorials und sowas sogar drin. Jeder findet mit der Zeit so ein bisschen heraus, was so seine liebsten Werkzeuge sind und seine Sachen, die er häufig nutzt. Und ich würde jetzt hier erstmal alles rausnehmen und dann einfach anfangen, das neu aufzubauen. Also wenn ihr hier jetzt sagt, ich möchte diese Trainingsgeschichte hier, die brauche ich nicht, ich kann das schon ein bisschen, dann drückt ihr einfach hier auf diesen Tab und zieht ihn hier raus. Und dann könnt ihr oben auf das X klicken und ihn zumachen. Genauso bei den Korrekturen, Bibliotheken ziehe ich jetzt hier raus. Und ihr könnt auch hier die kompletten Registergruppen schließen, wenn ihr hier auf dieses kleine Menü klickt. Registerkartengruppe schließen. So, jetzt ziehe ich alles weitere hier raus und dann fange ich gleich nochmal bei 0 an und hole mir nur die Sachen, die ich wirklich oft nutze und die ich immer hier drin habe. So, hier schließe ich auch nochmal alles. Das ziehe ich hier raus und schließe das auch. So, jetzt ist es hier leer auf der Seite und ich kann jetzt anfangen, mir die wichtigsten Dinge zu besorgen. Also ich denke mal, was so gut wie jeder in Photoshop benutzen wird, denn das macht Photoshop ja eigentlich aus und macht den Unterschied zu Lightroom aus, das sind die Ebenen. Das ist das wichtigste Fenster überhaupt. Zu den Ebenen komme ich aber dann gleich noch, was das ist, was man damit machen kann. Und jetzt habe ich hier das Fenster, kann das rumschieben. Wenn ihr zum Beispiel zwei Bildschirme habt, könnt ihr auch die Fenster auf den zweiten Bildschirm schieben. Das ist auch praktisch, dann habt ihr hier komplett freie Hand. Ich habe jetzt hier nur meinen Laptop, deswegen habe ich nur einen Bildschirm. Und dann zieht ihr einfach das Ding, also nehmt das hier oben, zieht das hier an den Rand und dann erscheint hier so ein blauer Streifen. Wenn ihr das dann loslasst, dann wird das hier automatisch eingesetzt. So, was ich noch oft brauche, sind die Kanäle. Die möchte ich jetzt nicht irgendwie gern hier in einem neuen Fenster haben, sondern ich möchte die hier mit unterordnen als neuen Tab. Klicke hier auf den Tab, ziehe den hier oben einfach rein. Jetzt seht ihr, die Umrandung geht hier um das komplette Feld, also wird das hier als Tab reingesetzt. Und die Pfade hätte ich hier auch noch mit drin. Also, was das jetzt alles genau ist, das erklären wir vielleicht später noch. Ich zeige euch jetzt erstmal hier, wie man so einen Arbeitsbereich aufbaut und welche Sachen ihr braucht. Das werdet ihr einfach mit der Zeit lernen. Hängt ja auch davon ab, genau, was ihr machen wollt. Genau. Ja, genau. Genau. Und was ich auch immer noch gerne habe, ist der Navigator. Hier brauche ich aber das Histogramm nicht, das wird ja automatisch mitgeöffnet. Ziehe ich mir einfach raus und schließe das. Und den Navigator setze ich mir hier oben drüber. Nicht, um jetzt irgendwie zu navigieren im Bild, wie das vielleicht einige Leute nutzen, sondern ich habe den Navigator immer gerne offen, weil ich mir das Bild nochmal gerne in klein anschauen möchte. Und so habe ich es immer nochmal in einer kleinen Variante zu sehen, weil man sieht manchmal auf kleinen Bildern Fehler besser. Also wenn irgendwas beim Composing nicht stimmt, dann kann man das in der kleinen Variante oftmals besser sehen. Und wenn Bilder in klein gut aussehen, dann sehen sie meistens auch in groß gut aus. Und deswegen habe ich da immer noch gerne den Navigator drüber. So, das ist im Prinzip so der Aufbau, den ich meistens habe. Ich setze mir dann in das Navigatorfenster nochmal die Farbfelder rein. Die habe ich noch ganz gerne. Da ziehe ich mir hier aber nur die Farbfelder raus. Den Rest würde ich jetzt hier schließen. Ziehe die Farbfelder hier rein. Und die Bibliotheken. Die hätte ich auch noch gerne. Moment, jetzt habe ich hier irgendwas verstellt. Jetzt muss ich mir eben hier das Ding wieder rausziehen. Wo sind meine Ebenen hin? Ich habe es dann geschlossen. Ich ziehe mir jetzt nochmal hier die Farbfelder wieder rein und jetzt wollte ich noch die Bibliotheken da rein haben. Die Ebenen hole ich mir auch gleich wieder. So, die Bibliotheken packe ich noch hier mit rein. So, und jetzt brauche ich nochmal die Ebenen. Also ihr wisst jetzt ja im Prinzip, wie man es aufbaut. Ich öffne jetzt einfach nochmal wieder meinen Arbeitsbereich. Wenn ihr einen Arbeitsbereich habt, wenn ihr also alle eure Fenster so eingebaut habt, wie ihr sie haben wollt, dann könnt ihr euren Arbeitsbereich speichern. Dann geht ihr hier auf Arbeitsbereich und dann geht ihr auf neuer Arbeitsbereich. Ich habe jetzt gerade irgendeinen Fehler gemacht, deswegen ist jetzt mein Ebenenfenster irgendwie verschwunden. Aber normalerweise hätte ich das dann jetzt hier abgespeichert. Ich habe es hier auch schon einmal als Adobe Live gespeichert und dann habe ich alle Sachen, die ich jetzt hier in meinem Standardarbeitsbereich drin habe, auch dabei. So, zu den Farbfeldern wollte ich nur kurz was sagen. Also viele Leute nehmen auch den Farbwähler, den kann man zum Beispiel auch da reinnehmen. Den gibt es dann hier unter Farbe.
Den könnt ihr natürlich auch da reinsetzen, wenn euch das lieber ist. Ich starte mal gerne mit irgendeiner Farbe, die ich mir hier aus den Feldern aussuche und dann ändere ich sie von da aus ab. Also das ist einfach nur, weil ich das irgendwie lieber mag. Und die Bibliotheken, die sind für mich auch super wichtig, weil ich dort eben ja, Bilder einspeichern kann für verschiedene Projekte. Also man kann sich für jedes Projekt eine Bibliothek anlegen und wie man jetzt die Bibliothek nutzt, da gibt es halt tausend Möglichkeiten. Einerseits kann man, wenn man bei Adobe Stock zum Beispiel ein Bild runterlädt, also Adobe Stock, für alle, die es nicht wissen, das ist eine Bilddatenbank im Internet, auf der man zu jedem Thema im Prinzip ein Bild finden kann, was man dann auch kommerziell nutzen kann, wenn man es dann lizenziert hat. Man kann zum Beispiel von Adobe Stock direkt in die Bibliothek Bilder reinladen und dann kann man, also man drückt auf der Website, ich kann es auch gerne mal eben kurz zeigen, dann ist es vielleicht ein bisschen klarer. Ich gehe mal hier auf Adobe Stock. Also Bilddatenbank, wie ihr seht, hier könnt ihr jetzt irgendwas suchen, zum Beispiel Auto, gebt ihr ein, kriegt ihr 1000 Autobilder vorgeschlagen und ihr wollt vielleicht ein Projekt damit machen. Ist ja vollkommen egal, ob ihr das in ein Composing einbauen wollt oder ob ihr das für irgendeine Designgeschichte haben wollt, dass ihr es in eine Webseite oder wo auch immer ihr das einbauen möchtet. Ich sage jetzt zum Beispiel, ah, dieses Bild hier ist ganz cool mit dem Sonnenuntergang und klicke jetzt hier auf in Bibliothek speichern. Jetzt speichert er es automatisch in der Bibliothek Adobe Live. Wird jetzt hier angezeigt. Und jetzt gehe ich zurück und ihr seht, da ist es sofort da. Also das ist super praktisch. Und ich könnte es jetzt hier direkt in mein Bild reinziehen und hätte es jetzt hier verfügbar. Also das ist eine Sache, die man mit der Bibliothek machen kann. Ihr könnt aber auch zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Elemente in eure Bilder einbaut, dann zieht ihr die einfach nur in die Bibliothek und ihr habt die überall verfügbar. Also nicht nur in Photoshop, sondern in allen Adobe-Programmen. Also ihr könnt dann auch zwischen den Programmen die gleichen Bilder benutzen und so. Und wie gesagt, hier sind meine ganzen Bibliotheken. Ich habe hier sehr, sehr viele angelegt für verschiedene Projekte, Workshops, Kundenprojekte und so weiter. Hier unten einfach auf den Button klicken, wenn ihr eine neue Bibliothek erstellen wollt. Und dann ist das super einfach, eigentlich damit zu arbeiten. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen zu den Bibliotheken? Vielleicht mal kurz erklären in ein, zwei Sätzen, was Stockbilder sind. Ja, Stockbilder, genau. Stockbilder sind jetzt zum Beispiel das, was ihr hier seht. Diese Bilder kann man alle kaufen oder lizenzieren, besser gesagt. Sie gehören danach nicht euch, aber ihr bekommt die Lizenz, sie zu benutzen. Und das ist eben auch eine Sache, mit der ich zum Beispiel Geld verdiene. Ich verkaufe auch, genauso wie diese ganzen Leute, die hier ihre Bilder anbieten, verkaufe ich auch meine eigenen Bilder bei Adobe Stock. Wie das nämlich so ist, oft geht man einfach auf Google und auf die Bildersuche und zieht sich da ein Bild raus, was, ich sag mal, als Privatanwender für private Zwecke jetzt vielleicht nicht so dramatisch ist. Aber in dem Moment, wo ihr was veröffentlicht, was ein Bild enthält, an dem ihr nicht die Urheberrechte habt oder die Lizenz, dann kann das sehr, sehr teuer werden, wenn euch dabei jemand erwischt oder nachweisen kann, dass ihr ein bestimmtes Bild verwendet habt, das euch gar nicht gehört. Und deswegen, wenn man gerade im kommerziellen Bereich arbeitet oder wenn man auch einfach privat für sich was veröffentlicht, muss man theoretisch eigentlich entweder selbst fotografieren oder mit Stockbildern arbeiten, damit alles rechtlich abgesichert ist. Genau. Und ja, gerade wenn man auch jetzt irgendwie keine riesige Bilddatenbank zur Verfügung hat und auf Nummer sicher gehen will, dann findet man dort eigentlich alles. Und ja, es gibt, man könnte jetzt über Adobe Stock natürlich auch noch super viel erzählen, wie man hier Bilder sucht und so weiter. Also, ja klar, aber das ist also, ja das ist jetzt nicht ganz das Thema. Da machen wir nochmal ein Special, ja. Adobe Stock. Könnten wir machen, ja. Ja, klar. Aber wie gesagt, es ist halt super einfach, zum Beispiel von Adobe Stock die Bilder hier in die Bibliotheken zu bekommen und dann direkt im Projekt zu haben. Und was zum Beispiel auch super praktisch ist, wenn ihr jetzt hier euer Bild aufbaut und man bekommt ja hier erstmal, wenn ich das Bild jetzt einfach mal reinziehe hier, ihr seht, da ist immer ein Wasserzeichen erstmal drauf. Und das bedeutet, das ist nur eine Vorschaudatei, ihr könnt jetzt damit euren Entwurf machen, für den Kunden vielleicht oder auch nur für euch, wie auch immer. Und das Wasserzeichen müsst ihr aber, wollt ihr ja irgendwann weg haben und dann kann man das Bild einfach lizenzieren und das Coole ist dann, es wird hier automatisch in Photoshop dann ersetzt. Also wenn ich hier jetzt auf mit Rechtsklick auf Bild lizenzieren gehe, dann fragt er mich hier gleich, ich kann es auch einmal machen. Brauchst jetzt nicht extra ein Bild kaufen. Ja, ich habe noch 169. Also. Ah ja, easy. Genau, ich gehe jetzt mal auf Bestätigen einfach. Jetzt sagt er, das Bild wird lizenziert und jetzt dauert das ein paar Sekunden, wie ihr seht. Das Wasserzeichen verschwindet einfach und wir haben das Bild sofort in der höchsten Auflösung verfügbar. Das ist halt super cool. Früher musste man dann, wenn man für einen Kunden gearbeitet hat, das Bild dann einfach nochmal komplett neu zusammensetzen mit den hochaufgelösten Bildern. Das muss man jetzt halt nicht mehr. Das nur noch als kleiner Tipp nebenbei. Jetzt soll es auch wieder weitergehen mit den Grundlagen von Photoshop.
Man kann sicherlich noch viel mehr mit den Bibliotheken machen. Findet ihr dann bestimmt heraus. Ihr könnt im Prinzip alles immer da reinziehen und habt das dann einfach verfügbar. Und die Sachen werden auch in der Cloud gespeichert. Also wenn ihr einfach, ja, es ist dann auch irgendwo gespeichert einfach und ihr habt es sicher. So, das waren die Arbeitsbereiche. Dann wollte ich noch etwas sagen hier zu diesen Werkzeugen. Also hier habt ihr die Werkzeuge, mit denen ihr, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel der Pinsel oder wenn ihr Auswahlen machen wollt, wenn ihr retuschieren wollt, dann findet ihr hier die ganzen Werkzeuge. Ganz oft ist es so, oder ich hatte es schon häufiger bei Workshops, dass bestimmte Werkzeuge hier nicht verfügbar waren und die Leute dann nicht wussten, wo sie die herbekommen, weil ich über irgendeine Sache geredet habe, die bei mir standardmäßig irgendwie hier in der Leiste drin war, aber die anderen Leute, also einige hatten es dann nicht. Und wenn euch hier ein Werkzeug fehlt, auch wenn ich jetzt in den nächsten Tagen vielleicht darüber rede, dann findet ihr die ganzen Werkzeuge hier unter diesen drei Punkten. Wenn ihr da gedrückt haltet mit der Maustaste, dann könnt ihr auf Symbolleisten bearbeiten gehen. Und hier links seht ihr dann alle Werkzeuge, die aktuell hier in eurer Leiste sind. Also hier sind teilweise, wenn hier dieses kleine Symbol ist, dann bedeutet das, da liegt noch ein Werkzeug drunter. Also das wäre jetzt zum Beispiel hier bei dem Auswahlrechteck, das wäre jetzt hier dieses, da ist ja so ein kleiner Pfeil, das bedeutet, und dann könnt ihr hier sehen, da drunter, wenn ich hier die Maus gedrückt halten würde, da liegen noch diese anderen drei Werkzeuge, also Auswahlellipse, Auswahlwerkzeug, einzelne Zeile, einzelne Spalte. Und zum Beispiel einzelne Zeile, einzelne Spalte, das sind jetzt Werkzeuge, die ich persönlich noch nie benutzt habe. Wenn ihr die gar nicht braucht, könnt ihr die einfach hier nehmen und dann hier rausziehen, dann sind die auch gar nicht mehr in dem Menü drin. Hier ist jetzt alles drin, was ich hier rausgezogen habe aus diesem aus dieser Palette. Oder da sind eben auch Sachen drin, die ihr vielleicht haben wollt und dann zieht ihr die einfach hier wieder rein. Und ihr könnt die dann immer entweder direkt unter ein Werkzeug ziehen, dann wird es sozusagen im Untermenü dann gespeichert oder ihr zieht es dazwischen. Jetzt seht ihr, da ist jetzt das Rahmenwerkzeug direkt eingesetzt worden. Dann kriegt das eben hier ein eigenes Symbol. So funktioniert das. Ich ziehe es aber jetzt wieder raus und verschwindet es wieder. Und so könnt ihr euch auch diese Leiste hier personalisieren. So, noch eine Sache, wir haben hier die Hintergrundfarbe ums Bild, die kann man auch natürlich ändern, je nach Vorliebe. Ich würde da empfehlen, entweder mittelgrau oder dunkelgrau zu benutzen, also ihr könnt einfach einen Rechtsklick hier auf die Farbe, die um das Bild liegt, machen und dann, ja, Standard ist hier so ein sehr dunkles Grau, das Dunkelgrau, was ich habe, ist etwas heller. Eigentlich ist Mittelgrau das Beste, was man nehmen sollte, weil es den besten Kontrast einfach auch für das Auge gibt. Wenn ich jetzt die Farbe hier im Hintergrund schwarz mache, dann wirkt das Bild hier viel heller, als es eigentlich ist. Und wenn ich es weiß mache, wirkt es dunkler. Deswegen würde ich empfehlen, also man kann natürlich hier eine eigene Farbe auswählen, würde ich es empfehlen, nicht weiß oder schwarz zu machen, weil das, glaube ich, einfach für das Auge keinen guten Kontrast gibt und man Farben eben dann anders wahrnimmt. Deswegen, ich habe es immer auf mittelgrau oder dunkelgrau. Okay, dann kommen wir jetzt zum wichtigsten, ja, für mich wichtigsten Funktion von Photoshop. Und das sind natürlich die Ebenen. Und die Ebenen finden sich hier in der Ebenenpalette. Also die solltet ihr, würde ich jedem empfehlen, auch in euren Arbeitsbereich speichern. Übrigens eine Sache, die ich eben zum Arbeitsbereich nicht gesagt habe. Wenn ihr einen Arbeitsbereich speichert, neuer Arbeitsbereich, dann klickt auf jeden Fall hier diese Menüs und Symbolleiste an. Dann werden nämlich auch hier die Menüs halt an ihrer Position gespeichert. Ansonsten könnte das auch mal nicht funktionieren. Und noch eine Sache, die ich noch sagen wollte. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr das hier einfach rausziehen könnt aus Versehen, so wie ich das vorhin gemacht habe, dann geht ihr hier auf Arbeitsbereich und geht auf Arbeitsbereich sperren. Jetzt kann ich das hier nicht mehr rausziehen. Dann geht das nicht kaputt. Unkaputtbar. Genau. Also ihr könnt noch hier die Abstände verändern, aber ihr könnt es jetzt nicht mehr rausziehen. Finde ich auch ganz praktisch. Genau, Ebenen. So, was ist eine Ebene? Also ihr müsst euch im Prinzip in Photoshop das so vorstellen, dass ihr jetzt gerade das Graue hier um das Bild, das ist euer Tisch und ihr schaut von oben auf ein Foto, das hier auf dem Tisch liegt. Da ist jetzt hier dieses Faultier drauf und ich erstelle jetzt eine neue Ebene, das geht hier unten über dieses Symbol, so. Und ich lege jetzt quasi etwas da drüber. Aktuell ist diese Ebene aber leer, das erkennt man immer an diesem Raster mit diesem ja, weiß-grauen Kästchen. Das bedeutet immer, da ist gar nichts auf dieser Ebene. Schachbrettmuster, ja. Genau. Und jetzt kann ich auf dieser Ebene etwas machen. Ich nehme jetzt einfach mal beispielsweise den Pinsel. Dazu erkläre ich auch später noch was. Oder ich nehme einfach mal hier das Füllwerkzeug. Damit kann ich jetzt die komplette Fläche einmal mit Farbe überkippen. Ich nehme jetzt einfach mal die Farbe, die ich hier gerade angewählt habe. Das ist hier jetzt so ein gelb-beige Ton. Klickt jetzt einmal drauf.
Und jetzt habe ich sozusagen ein weiteres Bild in oranger oder gelber Farbe jetzt oben drüber gelegt. Und ich sehe jetzt quasi das Bild darunter nicht mehr. Ich habe aber jetzt hier zum Beispiel auch so Sachen wie ein Radiergummi. Wenn ich jetzt damit radiere, wird es darunter wieder sichtbar. Das ist das Prinzip von Ebenen. Ich kann da jetzt noch ein Bild drüber legen und ich würde jetzt vielleicht mal eine andere Farbe nehmen. Jetzt nehme ich mal Rot. Pack das da drüber. Und mit dem Radiergummi mache ich jetzt mal hier ein Loch. Und jetzt seht ihr, an der Stelle ist ja hier diese Farbe nicht durchlässig. Also da habe ich nicht radiert. Deswegen sieht man da jetzt nur die Ebene darunter. Und wenn ich jetzt aber an dieser Stelle hier radiere, sehen wir, da kommt das Loch, was ich eben gemalt habe, zum Vorschein. Also stellt euch einfach einen Papierstapel vor, der übereinander liegt und den ihr eben zerschneiden könnt oder wegradieren könnt, wie auch immer ihr das für euch am besten verständlich abspeichert. Ich habe es mir immer wirklich als Papierstapel vorgestellt, genau. An dem ich irgendwie rumschneide und wo ich Löcher reinschneiden kann. Genau, also eigentlich ist jede Ebene ein Blatt Papier und die Reihenfolge der Ebenen entspricht auch eben der Reihenfolge der Blätter. Und wenn du was rausradierst, schneidest du quasi was raus. Und nur die Bereiche, die halt ausgeschnitten sind, lassen halt durchblicken und dann kannst du halt schauen, was drunter ist. Genau, so funktioniert es. Also ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich möchte jetzt aber, dass Rot direkt über der Ebene mit dem Faultier liegt, dann wechsle ich das und jetzt liegt diese Ebene da drüber. Also ist eigentlich nur logisch aufgebaut. Also genau, probiert damit einfach ein bisschen rum. Das ist eigentlich relativ einfach erstmal vom Prinzip her. Man kann natürlich nachher noch viele tolle Sachen damit machen, die dann ein bisschen komplexer werden. Aber ich würde eigentlich sagen, im Prinzip ist in Photoshop nichts schwierig. Das ist immer alles logisch und das ist alles nur eine Sache der Erfahrung und der Übung. Also einfach nur hinsetzen und das Ganze immer wieder wiederholen und dann hat man das relativ schnell drin, würde ich vermuten. Ja, also wie gesagt, ihr könnt jetzt alle Positionen hier durchwechseln. Wir haben jetzt hier noch die Hintergrundebene, die könnte ich jetzt auch an eine andere Position bringen, wenn ich sage, ich möchte das aber, dass das oben liegt. Aktuell geht das nicht, weil diese Ebene ist gesperrt. Da ist hier dieses kleine Schloss. Das ist immer automatisch so, wenn man ein neues Bild öffnet, per Drag and Drop einfach reinzieht, dann ist das immer automatisch die Hintergrundebene. Um die zu entsperren, müsstet ihr einfach nur mal einen Doppelklick hier irgendwo in diese graue Fläche machen. Und dann kommt hier dieser Dialog neue Ebene. Ihr könnt die jetzt auch noch benennen. Könnt jetzt Faultier Stadt nennen. Klickt ihr OK. Und dann ist die Ebene jetzt auch frei und ihr könnt sie verschieben. Ich nenne jetzt hier diese Ebene nochmal rot. Also einfach Doppelklick hier auf die Schrift. Das ist jetzt hier beige. Und jetzt könnt ihr hier alles rumschieben und sagen, hier, ich möchte jetzt aber, dass das Faultier oben liegt. Und dann sehen wir diese Sache nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier in das Faultier ein Loch reinmache, dann seht ihr, da drunter liegen die anderen Ebenen. Das ist jetzt erstmal grundsätzlich das Prinzip von Ebenen und eigentlich auch das wichtigste Prinzip in Photoshop überhaupt, dass man diese Möglichkeit hat, verschiedene Dinge übereinander zu stapeln. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch schon mal erahnen, was eigentlich möglich ist, wenn man bestimmte Dinge auswählt. Also ich habe ja mit meinem Bild hier nichts anderes gemacht. Das sind ja alles verschiedene Ebenen. Der Hubschrauber war eine Ebene, das Faultier war eine Ebene. Ich habe eben einfach nur im Prinzip hier zum Beispiel das Faultier, das habe ich über das Bild gelegt und habe einfach hier den Arm an diesen Stellen wegradiert. Und ich habe ihn nicht wirklich radiert, ich habe ihn maskiert, aber dazu kommen wir dann noch. Aber im Prinzip ist es das gleiche, wie etwas wegzuradieren, nur dass man nicht destruktiv arbeitet. Ja. Genau, also alle diese kleinen Sachen, auch diese Lichter und so, das sind alles eigene Ebenen, die ich eingebaut habe. Und man kann eben jeden Effekt auf eine eigene Ebene legen und arbeitet dann eben non-destruktiv, so wie es sein sollte. Also vielleicht zur Definition noch. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass jetzt zum Beispiel die Ebene, die du jetzt eben gezeigt hast, ne, mit dem, ja. Vielleicht machst du mal ganz kurz die oberste Ebene auf, genau, so, und wir hatten ja diese beige-gelbe Fläche hier, du hast jetzt was ausradiert, in diesem Fall, dieses reine Ausradieren ist destruktives Arbeiten. Genau. Einfach aus dem Grund, weil, also man nennt es destruktiv, weil es kommt von zerstörerisch quasi, weil man, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie gar keinen anderen Schritt mehr gemacht hast, du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Genau. Also du kannst es jetzt im Moment, wenn es dein letzter Schritt war, kannst du es wieder rückgängig machen, aber wenn du weiterarbeitest und dann irgendwann jetzt doch wieder diese Radierung rückgängig machen willst, geht das nicht mehr. Ja, gerade auch zum Beispiel, wenn du das Bild einfach nur abspeicherst und morgen weiterarbeiten möchtest, genau. Dann kannst du das nicht mehr rückgängig machen. Genau. Deswegen
Fallbeispiel wäre zum Beispiel, wenn jetzt du entwirfst ein Foto und das ist fertig bearbeitet und dann ist es für einen Kunden gedacht und der Kunde kommt am nächsten Tag und sagt dir, ich hätte es aber gern anders. Ne? Die genau. Radierung an der Stelle ist blöd, ich hätte es gern doch irgendwie unten links. Was machst du dann? Genau, dann müsste man entweder alles nochmal machen oder man hat es halt eben vorher schon non-destruktiv angelegt, aber das zeige ich euch dann noch, wie man genau. Diesen Radierer, den muss man eigentlich, würde ich fast sagen, nie benutzen. Also, genau. Das ist ein Werkzeug, was ich eigentlich nicht benutze, weil es eben andere Wege gibt, das zu machen, genau. die non-destruktiv sind. Genau. Non-destruktive Arbeit bedeutet so viel wie, man hat immer die Möglichkeit, jeden Schritt, den man in Photoshop macht, in irgendeiner Form wieder rückgängig zu machen. Genau. Und wie genau zeigt euch dann der Lasse? Genau. Also, was ihr rückgängig machen könnt, das seht ihr zum Beispiel auch, wenn ihr unter Fenster geht und dann Protokoll. Da seht ihr jetzt, ziehe ich mal hier raus kurz. Was bin ich raus? Okay, das will gerade nicht raus. Achso, weil ich meinen Arbeitsbereich gesperrt habe. Genau. So, jetzt kann ich rausziehen. Das ist deine eigene Falle gelaufen. Ja, genau. Hier könnt ihr jetzt meine ganzen Schritte sehen, die ich jetzt gemacht habe. Und ich kann mal eben gucken. Ich kann hier noch komplett zurück, weil ich eben so viele Schritte, eben auch Protokollobjekte sind das hier. Mhm. Ihr könnt in den Einstellungen festlegen, wie viele Schritte ihr zurückgehen könnt. Aber natürlich müsst ihr immer beachten, je mehr Schritte ihr da auswählt, desto anstrengender wird das auch irgendwann für euren Computer, weil er jeden Schritt speichert und auch eben quasi aktiv hält, beziehungsweise ihn, ja, der merkt sich das sozusagen alles und das muss er irgendwo abspeichern. Das speichert er wahrscheinlich dann im Arbeitsspeicher, würde ich mal denken. Und wenn ihr das aber ändern wollt, geht ihr unter Voreinstellungen, dann hier unter Leistung ist es zum Beispiel auch eingeordnet. Genau, da seht ihr die Protokollobjekte. Ich kann, wenn ich arbeite, hier 50 Schritte zurückgehen, aber weiter nicht. Das ist sogar ein relativ hoher Wert. Ich weiß gar nicht, wo der normal steht, ob der bei 25 oder so liegt. Ja, aber jedenfalls, wenn ihr ganz viele Schritte immer zurückgehen wollt, dann könnt ihr hier diese Protokollobjekte hochstellen. Aber ja, merkt euch dabei, dass das auch irgendwann zulasten der Leistung geht. So, das Protokoll würde ich wieder schließen. Ich brauche das eher nicht. Gut, dann mache ich jetzt doch nochmal hier vieles rückgängig. Jetzt hätte ich vielleicht doch das Protokoll gebraucht. Also die Hintergrundebene entsperre ich nochmal kurz. Dann kommen wir jetzt zum für mich persönlich wichtigsten Werkzeug. Also die Ebenen sind ja jetzt irgendwo auch ein Werkzeug, aber vielleicht eher eine Funktion. Und die Werkzeuge sind ja eher hier in der Palette. Hier stellen wir einfach mal eine neue Ebene, die ist jetzt leer. Das wichtigste Werkzeug ist für mich eigentlich das Pinselwerkzeug, weil man damit einfach super viel machen kann. Ihr könnt natürlich einfach nur Farbe auf das Bild malen. Ich würde auch mal eben hier, ich habe jetzt gerade hier einen spezielle Pinselspitze drin. Damit fangen wir jetzt erstmal noch nicht an. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Standardpinsel an. Den braucht man auch am häufigsten, zumindest ich. So, ich habe jetzt hier meinen Pinsel ausgewählt. Das ist jetzt einfach der Standardpinsel, einfach nur ein runder Pinsel. Und jetzt kann ich hier irgendwelche Sachen im Bild malen. Ich habe jetzt hier einen roten Strich gezogen. Und jetzt muss ich mal eben gucken, was ich alles erklären wollte zum Pinsel. Genau. Der Pinsel ist jetzt natürlich hier, mein Strich ist auf einer neuen Ebene. Ich kann die aus- und einblenden, arbeite dadurch non-destruktiv. Was für Einstellungen kann ich beim Pinsel machen? Ich habe das jahrelang so gemacht, um die Größe und die Härte des Pinsels einzustellen. Einfach einen Rechtsklick. Das habe ich bis vor kurzem gemacht. Es gibt schnellere Wege, erkläre ich euch auch gleich. Aber für den Anfang ist es vielleicht der einfachste Weg, einfach einen Rechtsklick im Bild zu machen. Und dann kommt ihr in die Pinseleinstellung. Und habt auch hier verschiedene Möglichkeiten, andere Pinsel zu wählen. Aber das könnt ihr auch erstmal außen vor lassen. Wir bleiben erstmal hier bei den allgemeinen Pinsel, bei dem ersten Rund- und Weichpinsel. Hier über diese beiden Regler könnt ihr jetzt die Größe des Pinsels verändern und auch die Härte. Die Größe bedeutet einfach, sagt euch einfach, wie groß ist der Pinsel. Wenn ich jetzt hier einen Punkt mache, dann ist der so groß. Wenn ich den auf 1400 stelle, dann ist der so groß. Also ganz logisch. Die Härte sagt, wie weich ist die Kante meines Pinsels. Also ich habe ja jetzt gerade die Härte bei 0% gehabt. Wenn ich die auf 100% stelle, ich mache mal die Größe ein bisschen kleiner, dann sieht der Pinsel so aus. Ich mache daneben nochmal den 0% Pinsel. Bei der gleichen Größe sieht er so aus. Also die Kante ist einfach weicher. Und dann gibt es eben noch alles dazwischen. Wenn ihr eine Kante wollt, die ein bisschen weicher ist, dann stellt ihr die Härte eben auch auf um die 50%. So. Also kann man sich seinen Strich nach seinen Wünschen zurecht einstellen. Ich lösche mal eben hier wieder die Ebene, damit das wieder ein bisschen netter aussieht.
Dann gibt es noch die Deckkraftfunktion und die Flussfunktion. Die ist auch wichtig für den Pinsel, aber die ist auch allgemein für die Ebenen wichtig. Ich erstelle jetzt hier erstmal nochmal einen Punkt mit dem Pinsel. Ich erstelle wieder eine neue Ebene und mache jetzt hier meinen Pinselpunkt. Und ich möchte aber nicht, dass jetzt die Farbe vielleicht so komplett alles überdeckt. Dann würde ich eher vielleicht hier bei der Deckkraft, das hier oben sind immer die Werkzeugeinstellungen, die sehen immer anders aus. Je nachdem, welches Werkzeug ihr anwählt, ändert sich hier oben immer die Leiste. Wenn ihr jetzt möchtet, dass die Deckkraft des Pinsels nur 50% beträgt, dann tragt ihr hier 50% ein. Und wenn ich jetzt male, seht ihr, jetzt können wir hier dieses Rauschen des Hintergrundes noch durchsehen. Und ich kann es auch hier auf dem Hubschrauber machen. Seht, das ist vielleicht noch ein bisschen klarer, ja. Jasmin hat kurz gefragt, ja, wie viele Ebenen, oder weißt du vielleicht zufällig noch, wie viele Ebenen du für jetzt das jetzige Bild eigentlich hattest? Weiß jetzt so nicht aus dem Kopf, aber ich schätze so um die 100 wahrscheinlich. Krass. Also es sind immer halt auch sehr viele Einstellungsebenen, falls ihr wisst, was das ist. So, ich weiß es ja aktuell jetzt gerade noch nicht, wir sind ja noch gerade am Anfang. Es sind halt viele Korrekturen dann, die halt und so Kleinigkeiten, wie diese ganzen Ebenen hier, wo ich das Licht gemalt habe und so. Da kommt natürlich vieles zusammen und ich versuche natürlich auch dann sehr non-destruktiv zu arbeiten. Klar. Ja. Genau. So, Deckkraft, genau. Also über diesen Regler hier stellt ihr die Deckkraft ein. Ihr könnt die Deckkraft auch einstellen, indem ihr hier einfach auf das Wort klickt und nach vorne und hinten zieht. Das ist auch ein relativ schneller Weg. Was auch noch oft gefragt wird und was viele Leute in meinen Workshops auch nicht wissen, ist, was ist der Unterschied zwischen Fluss und Deckkraft? Zeige ich euch auch nochmal kurz, weil ich arbeite eigentlich meistens nicht mit der Deckkraft, sondern mit dem Fluss. Und wenn ich jetzt mit einer Deckkraft von 10% arbeite und dann jetzt, ich klicke jetzt und male jetzt hier immer über die gleiche Stelle, der fügt jetzt einmal 10% Deckkraft hinzu, aber mehr eben auch nicht. Wenn ich nochmal 10% möchte, muss ich einmal absetzen und nochmal neu drüber malen. So kann ich immer wieder klicken und irgendwann bin ich bei 100% Deckkraft angelangt. Wenn ich aber jetzt Fluss nehme und das auf 10% stelle, also ich habe eigentlich immer eine der beiden Werte auf 100% gestellt, nicht 1, sondern 100. Wenn ich das auf 10% stelle, dann male ich einmal, habe 10%, male und kann einfach mit dem gleichen Klick, also ich halte jetzt die ganze Zeit die Taste gedrückt, mir immer mehr Farbe auftragen. Das ist einfach, finde ich, so ein bisschen mehr wie ein echter Pinsel, also mit dem man immer wieder über die gleiche Stelle malt und das wird langsam immer deckender. Also ich nutze immer gerne Fluss, weil ich mir mit Fluss dann langsam meinen Effekt einmalen kann. Also ich male ja nicht einfach nur mit dem Pinsel Farbe auf das Bild, sondern ich färbe auch bestimmte Objekte ein oder ich male Licht oder man kann einfach unglaublich viele Sachen machen mit dem Pinsel. Ihr habt ja vielleicht eben auch hier schon in der Liste gesehen, die ist hier eigentlich relativ lang. Ich habe hier verschiedene Ordner. Da sind auch noch ganz unterschiedliche Pinsel drin, also zum Beispiel diesen hier. Wenn ich den jetzt hier benutze, seht ihr, dann sieht der Pinsel aus wie ein Baum. Also das ist natürlich super, wenn man irgendwie ein Composing macht und irgendwie im Hintergrund, wenn man den Himmel rausnimmt und dann hat man im Hintergrund eine Baumreihe und die sieht aber nicht, also der Rand ist einfach nicht schön geworden durch das Freistellen des Himmels und man, es bleiben ja oft so Rückstände zurück, so helle Kanten und dann nimmt man zum Beispiel so einen Baumpinsel und pinselt sich einfach nochmal Bäume hinter die Originalbäume. Und das kann dann auch, wenn das sehr weit im Hintergrund ist, sehr realistisch aussehen und man bekommt schöne Übergänge. Gar nicht mal so blöd. Ja, also da gibt's, oder wenn man irgendwelche Staubeffekte machen möchte, irgendwelche Partikel einbauen möchte, es gibt eigentlich für alles Pinsel. Ihr könnt auch einfach mal Photoshop Brushes googeln. Da gibt es verschiedene Seiten, die ganz viele Gratis-Pinsel anbieten. Ich habe super viele, ich habe die jetzt gar nicht alle hier reingeladen. Wenn ihr übrigens einen Pinsel aus dem Internet oder von irgendwo laden möchtet, dann klickt ihr einmal rechts im Bild, geht hier auf dieses kleine Zahnrad und dann geht ihr auf Pinsel importieren. Und dort könnt ihr dann eure Datei öffnen und eben hier reinladen. Dann wird das hier unten in der Liste angefügt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch noch einen Rauchpinsel, der erzeugt mir dann eben so Raucheffekte, das ist jetzt hier roter Rauch, aber ich könnte es jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt hier bei dem Faultier noch irgendwie so ein bisschen Nebel und Rauch einbauen, dann würde ich diesen Rauchpinsel nehmen, den ich hier unten habe, würde ihn vielleicht ein bisschen größer machen, weniger Fluss und dann kann ich hier anfangen, Rauch drüber zu pinseln und kriege hier so einen ganz coolen Raucheffekt dann auch hin. Und das ist super einfach, hier vielleicht in dem Scheinwerferstrahl des
des Helikopters hier vielleicht noch ein bisschen. Ihr seht, es würde dem Bild jetzt vielleicht sogar zugutekommen. Also es gibt noch mal so ein bisschen mehr Fokus auf das Faultier hier, auf die Mitte. Und so einfach kann man einfach Rauch reinpinseln. Das ist alles mit dem Pinselwerkzeug gemacht und hier auf einer ganz normalen Ebene einfach mit wenig Fluss drüber gemalt und schon haben wir so einen Rauch- oder Nebeleffekt. Ja, das waren erstmal die Grundlagen zum Pinsel. Man kann natürlich mit dem Pinsel auch noch viele andere Dinge machen. Die Leute, die ein bisschen fortgeschrittener sind, die wissen, dass es hier zum Beispiel noch die Pinseleinstellungen gibt. Da kann man eben noch einstellen, wie sich der Pinsel verhält. Dazu sage ich dann die nächsten Tage auch nochmal was. Also man kann irgendwie zum Beispiel sagen, dass er zufällig die ganze Zeit die Größe ändern soll. Das ist jetzt hier bei diesem Pinsel auch so eingestellt. Und man kann sich eben seine eigenen individuellen Pinsel dann zusammenbauen. Also da gibt es ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber wenn ihr euch aus dem Internet oder irgendwo einen Pinsel runterladet, sind auch oft schon diese Einstellungen automatisch dabei. Und ihr könnt direkt loslegen. Also da muss man sich nicht direkt immer schon einen Kopf drüber machen. Es gibt auch, also einerseits bietet Adobe ja ganz viele kostenlose Brushes an. Gerade die Kyle T. Webster Brushes sind ja mega krass. Genau, die gibt's gratis sogar. Genau, wenn ich die hier mit drauf habe. Free. Und es gibt auch eine App, die sich Adobe Capture nennt, mit der man praktisch Alltagssachen aus mit der Kamera praktisch übers Handy einfach erfassen kann und daraus praktisch Brushes entwickeln. Ja, stimmt, das habe ich auch mal gesehen. Das ist eigentlich auch super cool. Genau, also, Beispiel, ihr seht irgendwo coolen Bambus, der da wächst und fotografiert das Motiv und dann habt ihr die Möglichkeit, dieses Motiv quasi in einen Brush umzuwandeln. So wie bei den Bäumen eben, nur halt eben dann als Bambus. Ne? Genau. Nur als Beispiel. Genau. Ne? Und das wird dann automatisch mit der Bibliothek Cloud synchronisiert, sodass ihr das nicht erst irgendwie umständlich übertragen müsst, sondern wenn ihr es im Handy erstellt habt, dann ist es auch für Photoshop verfügbar. Ja. Ja, also da gibt es wirklich unbegrenzte Möglichkeiten, kreativ zu sein. Also das ist schon ein super krasses Werkzeug und viele andere Werkzeuge, wie zum Beispiel das Radiergummi oder das Stempelwerkzeug, die basieren auch darauf. Also wenn ich jetzt das Stempelwerkzeug nehme, da habe ich hier genau die gleichen Einstellungen erstmal. Also das Stempelwerkzeug wäre dann dafür da, um Dinge von einem Bereich des Bildes zu einem auf einen anderen zu stempeln. Kann ich auch nochmal kurz zeigen. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Werkzeug, was ich jetzt sofort für den Anfang als super wichtig empfinde. Ich finde, erstmal wird man wahrscheinlich anfangen, irgendwie Farben zu verändern. Deswegen werden wir uns damit gleich noch so ein bisschen beschäftigen. Aber wenn ich jetzt das Stempelwerkzeug einmal habe, kann ich hier auch verschiedene Pinselspitzen natürlich nehmen in allen möglichen Formen und Farben, wenn ich das dann möchte. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte den Hubschrauber loswerden. Ich nehme jetzt hier aus dem Himmel eine Quelle auf. Das geht immer mit der Alt-Taste. Klicke jetzt hier hin und ich mache das Ganze jetzt hier auf einer neuen Ebene gerade. Das ist immer hier oben wichtig, was man eingestellt hat. Das hier heißt dann Aufnahmebereich. Also ich nehme jetzt von allen Ebenen, die im Dokument sind, meine Quelle auf. Wenn ich jetzt das hier nur auf aktuelle Ebene gestellt hätte, dann könnte ich nichts aufnehmen, weil in dieser Ebene nichts drin ist. Also ob ihr jetzt aktuelle und darunter oder alle Ebenen nimmt, ist egal. Ich nehme es jetzt hier auf und jetzt seht ihr hier, ich habe die Quelle und jetzt könnte ich hier den Bereich von da unten hier drüber stempeln. Sieht jetzt nicht schön aus. Da gibt es auch noch andere Werkzeuge, aber so funktioniert das Stempelwerkzeug, nur weil ich es gerade schon mal angesprochen habe. Und ihr seht, jetzt habe ich das Stempeln und diesen Rauch auf einer Ebene gemacht. Das wäre jetzt nicht sehr praktisch, sollte man nicht machen. Ich hätte jetzt eigentlich für das Stempeln dann nochmal wieder eine neue Ebene angewendet bzw. erstellt, um wirklich non-destruktiv zu bleiben. So ist halt schwierig. Ich kann jetzt hier die Ränder des Rauchs nicht mehr sehen, die sind weg. Aber das Pinselwerkzeug ist sicherlich interessant, sich das als eines der ersten einmal anzuschauen. So, jetzt kommen wir zu den Einstellungsebenen. Die sind auch sehr wichtig, aber mit denen können wir jetzt schon mal, wo wir jetzt so einige Grundlagen schon mal drin haben, können wir gleich schon mal anfangen, mal eine kleine wirkliche Manipulation, die auch so ein bisschen ernster gemeint ist, zu machen. Die Einstellungsebenen. Wenn man jetzt anfängt und zum Beispiel die Farbe eines Bildes verändern will, dann werden wahrscheinlich die meisten Leute erstmal hier oben schauen, was kann ich denn hier machen? Ah, hier Bild und dann finden sie vielleicht hier die Korrekturen und dann sind hier die ganzen Korrekturen drin, die man so machen kann. Also Helligkeitsveränderung, Farbveränderung, alles Mögliche. Könnt ihr euch mal durchprobieren. Und ich nehme jetzt zum Beispiel mal Farbtonsättigung. Und jetzt öffnet sich hier der Dialog Farbtonsättigung und in dem kann ich jetzt hier die Farbe verändern. Also ich kann hier so die Farben alle quasi gegeneinander verschieben oder ich kann auch das komplette Bild färben, wenn ich hier unten diesen Haken bei Färben setze und ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt irgendwie so einen Sepia-Look hier für mein Bild machen.
Okay, hier mit der Sättigung noch ein bisschen runter. Hier unten die Helligkeit kann man natürlich auch noch verändern. Mache ich vielleicht sowas. Wird das Bild noch so ein bisschen matter. Und jetzt kriege ich OK. Und jetzt haben wir wieder das gleiche Problem, dass wir alles nur auf einer Ebene gemacht haben. Wenn ich das Bild jetzt abspeichere und morgen denke, ah, ich möchte das aber doch nicht so sepia-mäßig haben, ich möchte die Originalfarben zurückhaben, dann geht das nicht, dann ist das weg. Also wenn ihr das auf euren Urlaubsbildern oder Familienbildern macht, dann habt ihr ein Problem tatsächlich. Dann kriegt ihr das nicht wieder, wenn ihr das abgespeichert habt. Also deswegen entweder eine Sicherheitskopie vorher machen oder lieber direkt mit den Einstellungsebenen arbeiten oder mit verschiedenen Ebenen. Ich mache das jetzt mal rückgängig. Steuerung Z ist immer rückgängig machen. Die Einstellungsebenen kann man sich jetzt über verschiedene Orte, über verschiedene Funktionen hier holen. Entweder über Fenster und dann Korrekturen. Da haben die Einstellungsebenen hier alle so ein kleines Symbol. Das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht nutze. Habe ich mir nie irgendwie angewöhnt, aber ich weiß, dass viele das nutzen. Ich schließe das mal. Ich hole mir meine Einstellungsebenen immer hier unten. Also hier unten sind genau die gleichen Sachen drin. Hier unten auf diesem Kreis an der Ebenenpalette. Und wenn ich jetzt hier auf Farbton Sättigung gehe, kriege ich genau die gleichen Regler wie eben. Der Dialog sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber es ist genau das gleiche hier. Aber der Unterschied ist jetzt, dass wir hier eine Ebene bekommen. Und wir machen jetzt diese Korrektur auf einer eigenen Ebene. Und wenn ich jetzt auf Färben gehe und wieder meine Werte hier einstelle, ich nehme mir wieder meinen schönen Sepia-Look, dann kann ich das jederzeit noch verändern. Also ich schließe jetzt hier dieses Dialogfenster, habe jetzt hier meine Ebene. Wenn ich die ausblende, sehe ich die Originalfarben. Und hier in dieser Ebene steckt jetzt meine Farbveränderung. Im Doppelklick hier drauf kann ich alles weiterhin verändern und alles machen. Ich bleibe komplett non-destruktiv und es ist auch viel besser als zum Beispiel diese Ebene hier zu duplizieren. Könnte man ja auch machen. Alt-Taste gedrückt halten, die Ebene hier in der Palette nach oben ziehen, dann hat man die Ebene kopiert. Könnte jetzt hier drauf natürlich auch seine Farbveränderung machen und hätte das dann auch. Aber das Ding ist, diese Ebene, die wird viel mehr Speicherplatz verbrauchen, weil da einfach nochmal alle Pixel drauf sind und sie ist auch nicht durchlässig. Also wenn wir es mit dieser Einstellungsebene machen, dann können wir jetzt natürlich auch mehr Ebenen kombinieren. Also ich hole mir jetzt noch einen und sage jetzt, ich möchte die Helligkeit runtersetzen. Zum Beispiel so. Hier ziehe ich jetzt einfach nur die Helligkeit runter, erhöhe vielleicht nochmal den Kontrast. Und ich kann jetzt auch sagen, ah, das mit der Helligkeit und Kontrast, das gefällt mir ganz gut, aber die Farbveränderung, die gefällt mir nicht, nehme ich die wieder raus und habe jetzt nur noch die Helligkeit-Kontrast-Ebene. Also das ist einfach der riesige Vorteil von Einstellungsebenen. Sie verbrauchen viel weniger Speicherplatz und Leistung. Sie sind immer veränderbar. Und sie sind halt durchlässig. Man kann mehrere übereinander verwenden und sich so seinen perfekten Bildlook oder was auch immer zusammenbasteln. So, das sind Einstellungsebenen. Es gibt, wie gesagt, hier mehrere. Müsst ihr einfach mal euch so ein bisschen ausprobieren. Ich kann jetzt natürlich nicht alles erklären. Wir werden jetzt einfach mal ein kleines Bild bearbeiten. Es geht wirklich super schnell. Ich gehe mal in meine Bibliotheken rein und ich habe hier mir jetzt dieses Bild hier heruntergeladen. Mit einem Doppelklick kann man es übrigens auch direkt in einem neuen Dokument öffnen. Und ich fand irgendwie das Bild ganz cool. Also eigentlich brauche ich es gar nicht unbedingt eine Bearbeitung. Aber ich habe gedacht, es wäre doch irgendwie cool, wenn man jetzt das Bild so ein bisschen nächtlicher, ich stehe mal auf so blaue Looks sehr, wenn man das Bild so ein bisschen nächtlicher einfärben könnte in blau und nur das Licht der Laterne hier leuchtet noch so ein bisschen orange. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache für Anfänger. Denn dabei kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Thema und das sind Masken. Ebenenmasken. Die Ebenenmasken sind das, was ich auch vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe. Das ist sozusagen die Alternative, die viel bessere Alternative zum Radiergummi. Denn mit einer Ebenenmaske kann man auch bestimmte Dinge ausblenden, aber man blendet sie eben nur aus und löscht sie nicht, wie mit dem Radiergummi. Also man bleibt non-destruktiv. Ich sage jetzt also, ich möchte gerne dieses Bild jetzt hier blau färben erstmal. Ich gehe also hier in meine Einstellungsebenen rein, nehme die Farbton-Sättigungseinstellungsebene und gehe dann auf Färben. So, jetzt gerade ist es so ein bisschen, ja, so pink. Ich gehe jetzt hier auf den blauen Bereich, vielleicht so. Gucken, vielleicht ein bisschen mehr Sättigung oder weniger. Ja, so etwas hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Und jetzt möchte ich aber gerne, dass die Originalfarbe darunter wieder durchkommt. Also ich kann jetzt hier theoretisch auf der Maske sogar auch mit dem Radiergummi arbeiten und es wäre non-destruktiv, aber
Gewöhnt euch das lieber direkt mit dem Pinsel an. Bei dem Radiergummi geht es auch, aber da funktioniert immer alles andersherum. Also das Prinzip einer Maske ist so, also ich nehme erstmal wieder hier meinen Standardpinsel, einen roten und weichen. Das hier ist die Ebenenmaske. Diese Maske, die kann man an jede Ebene ansetzen. Also ich könnte auch an die Ebene hier unten eine Maske ansetzen, wenn ich hier einfach auf das Maskensymbol klicke, dann seht ihr, erscheint auch so eine Maske. Brauchen wir hier aber nicht. Ich lösche die wieder mit dem Rechtsklick drauf und dann Ebenenmaske löschen. Diese Einstellungsebenen, die bringen halt so eine Maske immer schon von Haus aus mit. Das ist ganz praktisch. Und gerade ist die Maske ja komplett weiß. Und in der Maske ist das so, weiß bedeutet, es ist sichtbar und schwarz bedeutet, es ist unsichtbar. Also wir können auf dieser Maske mit schwarz und weiß malen oder auch mit den verschiedenen Abstufungen zwischen schwarz und weiß. Wenn ich jetzt mittleres Grau nehme, dann ist dieser Effekt halt nur noch zu 50% sichtbar. Und wir wählen also die Maske hier an. Man kann ja immer entweder hier das kleine Symbol anwählen. Was ist das eigentlich hier für ein Dateiname? Ja. Achso, das kommt von Adobe Stock, ja. Das ist krass. Ja. Da hat jemand gedacht, er muss jedes einzelne Wort. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht hilft es bei der Suche, vielleicht ist das ein Vorteil für die Verkäufer, weiß nicht. Ich habe meine nicht so lang benannt, meine Bilder. Hat ja trotzdem geklappt. Hat trotzdem ganz okay geklappt. Also wichtig ist, dass ihr die Maske aktiv habt, sonst könnt ihr nicht drauf malen. Also da muss dieses kleine markierte Rechteck drum sein. Jetzt nehme ich das Pinselwerkzeug. Wenn ich mit Weiß jetzt hier male, ich habe gerade Weiß aktiv, passiert einfach gar nichts. Ich wechsle jetzt mal auf Schwarz. Ihr könnt hier mit diesem kleinen Pfeil hier die Vorder- und Hintergrundfarbe wechseln oder mit X. Das kann man sich auch gut angewöhnen, wenn man mit der Maske arbeitet. Wechselt immer zwischen Schwarz und Weiß dann. Das ist im Prinzip auch so, wie ich dann arbeite. Also ich zoome jetzt hier ran und sage jetzt, mal jetzt mit Schwarz. Und wenn ich jetzt hier mit Schwarz, ich nehme mal ruhig 100% Fluss und Deckkraft, jetzt hier drüber male und klicke, seht ihr, die Originalfarbe kommt jetzt wieder durch und ihr seht hier auch, in der Maske ist so ein kleiner schwarzer Punkt aufgetaucht. Das ist der Bereich, wo ich gerade gemalt habe. Also die Maske gibt sozusagen das Bild hier wieder. Wenn ich jetzt hier oben, mit dem Pinsel jetzt male, dann kommt hier oben die Farbe wieder. Man sieht es jetzt hier und hier oben ist jetzt dieser schwarze Bereich aufgetaucht. Bedeutet, in diesem Bereich ist der Effekt unsichtbar. So, ich würde jetzt vielleicht sagen, wir würden jetzt hier diesen Effekt noch ein bisschen ausbauen, dass diese Lampe noch ein bisschen weiter nach außen scheint. Vielleicht nehme ich etwas weniger Fluss. Ich habe das ja immer ganz gern, dass ich ein bisschen besser die Kontrolle habe und mir nicht sofort den kompletten Effekt zurückhole, sondern dass ich das so ein bisschen selbst entscheiden kann, wie oft ich da drüber male. Also ich mache jetzt hier so noch ein paar Mal drum, mal hier drüber. Vielleicht scheint das hier noch so ein bisschen an die Wand ran. Vielleicht noch so ein bisschen hier rüber. Und jetzt haben wir schon einen ganz anderen Look für dieses Bild hier erstellt. Also ich finde es ganz cool. Vielleicht nehme ich nochmal einen größeren Pinsel. Mal hier noch irgendwie ein, zweimal drüber. Natürlich nicht mit Weiß, sonst kommt das Blau zurück, sondern mit Schwarz. So, dass wir hier noch so ein bisschen weichere Übergänge haben. Je größer ihr den Pinsel macht, desto weicher ist natürlich auch insgesamt die Kante, weil einfach mehr Fläche da ist für den Pinsel. Und mehr Platz, diese weiche Kante aufzubauen. Und ihr seht jetzt, hier ist die Maske. Übrigens, wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet und auf die Maske klickt, dann könnt ihr auch nochmal die Maske in groß sehen. Ihr könnt jetzt auch hier theoretisch drauf noch weiter drauf rummalen, aber das wäre jetzt gar nicht so. Man sieht ja nicht, was man jetzt hier macht. Aber so an diesen Stellen habe ich jetzt gemalt und habe jetzt hier diesen Effekt erschaffen. Das ist jetzt einfach das Prinzip von Masken. Und ich kann jetzt auch mir den Effekt zurückholen. Wenn ich jetzt sage, ach, ich möchte aber doch, dass alles blau ist, dann wechsle ich einfach wieder auf Weiß, gehe hier auf Fluss 100%, damit es schnell geht, mal hier drüber und dann ist wieder alles beim Alten. Also der Effekt wurde quasi nicht gelöscht, sondern nur ausgeblendet. Und das funktioniert eben auch mit jeder Ebene. Also wenn ich jetzt hier eine Ebene erstelle oder mir zum Beispiel das Bild von dem Faultier hier noch einmal in meine Datei hole, lege ich jetzt hier drüber, ist jetzt natürlich auch blau, weil die Einstellungsebene hier an oberster Stelle liegt und alle Ebenen darunter werden durch diese Einstellungsebene beeinflusst. Aber ich könnte jetzt hier an das Faultier eine Maske anbauen, hier über den Button für die Einstellungsebenen und könnte jetzt sagen, ich möchte aber den Hubschrauber jetzt hier nicht sehen, sondern ich möchte das sehen, was dahinter ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Also es sieht jetzt natürlich nicht schön aus, aber ich könnte jetzt hier diesen ganzen Bereich des Faultiers löschen oder sagen, das Faultier
soll jetzt hier in der Mitte sein, statt der Frau zum Beispiel, so. Und dann, das müsste man dann halt sehr genau machen. Aber dann ist jetzt hier das Faultier quasi in der Mitte dieses Gangs. Und ich habe es aber nur ausgeblendet. Wenn ich jetzt mit Weiß hier auf der Maske von dem Faultier male, kann ich mir die ganzen Sachen hier alle wieder zurückholen. Die sind nicht gelöscht, also vollkommen non-destruktiv. War jetzt natürlich ein bisschen ein blödes Beispiel, weil das Faultier da natürlich nicht so gut reinpasst. Aber ich mache das hier nochmal eben mit dem Scheinwerfer hier nochmal, mit der Laterne, so. Und habe mir jetzt hier schon einen ganz anderen Look für dieses Bild erstellt. So, jetzt muss ich mir überlegen, was noch wichtig ist. Also wir haben jetzt schon sehr viele wichtige Dinge auf jeden Fall besprochen. Masken sind super wichtig, Ebenen, Pinsel, Arbeitsbereiche und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt hier alles auf so einem kleinen Zettel aufgeschrieben, was ich als sehr wichtig empfinde. Was auch wichtig ist, was jetzt schon langsam kommen wir jetzt schon in den Bereich, wo es fast ein bisschen fortgeschrittener wird. Also ich finde, mit den Sachen, die ich jetzt erzählt habe, kann man schon viel machen. Bei den anderen Sachen ist natürlich auch immer, ja, viel Rumprobiererei, weil niemand nutzt Photoshop in seiner Gänze und nutzt alle Werkzeuge. Ich nutze auch nicht Photoshop irgendwie komplett aus, sondern es kann einfach viel zu viel, als dass ich mich da mit allen Werkzeugen auskennen würde. Aber was ich noch als sehr wichtig empfinde und was ich persönlich sehr, sehr viel nutze, sind die Ebenenmodi. Wie gesagt, das ist jetzt schon eine Sache, die jetzt schon ein wenig fortgeschrittener ist. Wenn ich jetzt eine neue Ebene hier benutze, ich kann ja einfach nochmal, ich hole mir einfach nochmal ein Bild hier rein, was ich hier vielleicht auch habe, hier diese Dust Particles, die sind zum Beispiel ein gutes Beispiel, die habe ich auch schon verkauft, die passen hier ganz gut in dieses Bild rein. So, ich ziehe mir das jetzt mal auf. Übrigens, das habe ich jetzt noch nicht erklärt, wie man ein Bild vergrößert und verkleinert. Ich ziehe es jetzt erstmal hier rein. Wenn ihr das hier reinzieht, bekommt ihr direkt hier diese Transformiersteuerung, also die Steuerung, um das Bild zu transformieren. Da könnt ihr es größer und kleiner ziehen. Mit dem Rechtsklick kommt ihr auch noch in die verschiedenen Optionen rein. Ob ihr es jetzt perspektivisch verzerren wollt, also zum Beispiel so. Das funktioniert dann immer anders, aber mit dem normalen Skalieren könnt ihr das Bild größer und kleiner machen. Und wenn ihr es stauchen oder strecken wollt, müsstet ihr dazu einmal die Shift-Taste gedrückt halten. Dann könnt ihr das Ganze auch stauchen und strecken. Das war früher genau andersrum, ne? Früher war es genau andersrum, bis letztes Jahr, genau, da wurde es geändert. Genau. Und ich glaube auch erst jetzt, seit dieser neuesten Version, funktioniert das auch komplett richtig, weil es war noch bis vor kurzem so, dass bestimmte Objekte, da musste man Shift drücken und bei anderen nicht. Und das war ja ganz komisch. Aber jetzt ist es komplett reverse. Genau. Das war auch bei dem Rückgängig-Button so, ne? Dass du, wenn du einen Schritt zurück wolltest, hast du ganz normal STRG Z gedrückt. Wenn du es nochmal gedrückt hast, bist du wieder bei dem jetzigen Schritt gelandet. Mhm. Und du musst immer Shift noch mit dabei gedrückt halten. Ja, oder was alt. Ich weiß es nicht. Ja. So. Aber jetzt haben wir es auch umgedreht, von daher. Ja. Auf jeden Fall, jetzt ist es für Anfänger auf jeden Fall besser, weil vorher war es eben so, dass die Standardfunktion quasi das war, was jetzt passiert, wenn ich Shift drücke. Also ihr hättet es einfach verzogen und hättet die Proportionen zerstört des Bildes. Das passiert jetzt nicht mehr so einfach, dafür müsst ihr jetzt extra Shift drücken. Um das jetzt aufzuziehen, könnt ihr einfach an einem der Ecken ziehen. Ich ziehe das jetzt hier einfach mal über das komplette Bild. So, das sind jetzt so Staubpartikel, die kommen auch von Adobe Stock. Die haben jetzt einen relativ schwarzen Hintergrund. Ich glaube, er ist ein bisschen blau, aber das macht auch nichts. Ich möchte jetzt zum Beispiel, dass diese Staubpartikel über dem Bild liegen, aber ich habe jetzt natürlich keine Lust, diese ganzen Staubpartikel hier alle in der Maske irgendwie freizustellen. Also man könnte sagen, ich lege jetzt hier eine Maske drauf und man kann natürlich die Maske einfach umkehren, sodass gar nichts zu sehen ist. Dafür geht man auf Bild, Korrekturen und dann umkehren, wenn die Maske aktiv ist, oder man drückt STRG und I oder Command und I auf dem Mac. Und jetzt könnte ich sagen, ich holen wir jetzt hier diese Partikel an einigen Stellen zurück, zum Beispiel mit weniger Fluss oder Deckkraft. Und könnte mir jetzt so hier so ein bisschen Staub einbauen. Aber ich hole mir natürlich auch diese blaue Farbe zurück. Und wenn ich jetzt hier über die Laterne male, dann verliert die doch total ihre Leuchtkraft und sieht dann so ein bisschen flau aus. Auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen Staub über dem Bild haben, das ist doch nicht so richtig das Wahre.
Deswegen lösche ich einfach mal die Ebenenmaske wieder. Rechtsklick drauf, Ebenenmaske löschen. Und da kommen jetzt die Ebenenmodi ins Spiel. Das ist immer eine Sache, gerade wenn man sich da nicht mit auskennt, macht es trotzdem Sinn, die einfach mal durchzuprobieren, weil bei jedem Modus irgendwie ein anderer Effekt kommt und manchmal kommt irgendwas, was einem gefällt plötzlich und dann bekommt man zufällig vielleicht irgendwie einen coolen Look hin. Also, die Ebenenmodi findet ihr hier oben. Ihr müsst halt die Ebene, die ihr im Modus verändern wollt, aktiv haben natürlich. Normalerweise stehen die Ebenen immer am Anfang auf normal. Und jetzt gehe ich hier einfach mal durch. Ihr könnt einfach mit der Maus nur drüber fahren. Das ist übrigens auch noch nicht sehr lange in Photoshop. Ich glaube, das wurde auch erst letztes Jahr eingeführt, dass man einfach nur mit der Maus drüber fahren braucht. Und dann wird das Bild immer anders verrechnet. Und wenn ich jetzt hier über die ersten Modi drüber gehe, dann fällt uns doch schon auf, würde ich sagen, dass das Bild auf jeden Fall sehr dunkel wird. Und dass die dunklen Bereiche hier im Prinzip, die dunklen Bereiche dieser Textur mit dem Staub oder dieses Bildes mit dem Staub, dass die irgendwie bleiben und nur die Staubpartikel selbst, die sind teilweise etwas heller. So, wenn ich jetzt hier in den nächsten Bereich gehe, der hier von diesem Strich hier durchtrennt wird, dann sehen wir schon, okay, jetzt kommen wir in einen Bereich, der interessant sein könnte. Hier sind jetzt die ganzen dunklen Bereiche ausgeblendet, aber die Staubpartikel bleiben übrig. Also das funktioniert halt super, wenn man eine Textur hat und da werden ja auch viele im Internet zum Download angeboten. Magie. Genau, wenn ihr eine Datei habt, die einen dunklen Hintergrund habt, am besten schwarz, dann könnt ihr die so einfach überlagern. Also ich würde jetzt hier negativ multiplizieren vorschlagen oder farbig abwählen, könnte auch ganz cool sein. Da werden natürlich hier bestimmte Bereiche noch sehr stark aufgehellt. Ineinander kopieren ist dann wieder etwas, ja, wenn man einen sehr extremen Look haben möchte, wäre das vielleicht auch ganz nett, aber probiert da einfach mal durch, was passiert, wenn ihr diese Modi ändert. Seht, da kann man echt wilde Effekte mit erzeugen. Ich gehe jetzt mal auf negativ multiplizieren und habe jetzt eigentlich ein ganz cooles Bild gemacht. Vielleicht ist mir jetzt hier dieser ganze Staub und so ein bisschen zu viel und ich weiß, dass Staub vor allem im Licht sichtbar ist und nicht in den dunklen Bereichen. Deswegen kommen wir jetzt wieder zur Ebenenmaske. Wir wissen ja, wie das funktioniert. Also, wir setzen hier eine Ebenenmaske an das Bild und können jetzt mit schwarzer Farbe die Bereiche ausmaskieren, die wir nicht haben wollen. Also ich habe jetzt einen großen Pinsel genommen, plus 7% ist okay und ich male jetzt hier drüber und dann verschwinden diese Partikel langsam in den Bereichen, wo ich sie gar nicht unbedingt haben will und kann mir jetzt so hier einen schönen Look erstellen. Und ich kann jetzt auch nochmal hier meine Farb- und Sättigung natürlich wieder einblenden, um hier diesen blauen Look zu bekommen. Ich würde das hier vielleicht nochmal ein bisschen ausweiten, dieses Orange, dass wir hier tatsächlich um die Frau herum diesen orangen Look bekommen und außen, nach außen wird es dann so ein bisschen kühler. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr jetzt sagt, ja, das Blau ist mir ein bisschen zu krass, man kann auch bei den Ebenen die Deckkraft einfach verändern. Also ihr sagt jetzt, ich möchte, dass überall die Farbe vom Hintergrund so ein bisschen durchscheint, dann ändert ihr hier einfach die Deckkraft der Ebene, vielleicht auf 70% oder ich gehe jetzt mal auf 90%, wir wollen ja so ein bisschen auch das Blau drin haben, sonst kommt der alte Look ja zu stark wieder durch. Und könnt ihr hier mal ein- und ausblenden, schauen, wie es aussieht. Und ich mache jetzt hier mal auf der Maske von diesen Dust Particles weiter, also diese Staubtextur. Und die ist jetzt vielleicht in diesem Lichtschein hier oben etwas stärker sichtbar. So, jetzt haben wir schon ein paar schöne Effekte eingebaut. Jetzt möchte ich vielleicht, dass die Staubpartikel aber eine andere Farbe bekommen. Aber wenn ich jetzt hier eine Einstellungsebene drüber lege, zum Beispiel noch eine Farbtonsättigung und ich möchte jetzt, die Staubpartikel sollen jetzt irgendwie auch orange werden, aber wenn ich jetzt hier wieder auf Färben gehe, färbe ich ja das komplette Bild, weil einfach diese Einstellungsebene über allen anderen liegt. Und ja, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich nur auf die eine Ebene meinen Effekt anwenden kann? Dafür gibt es auch eine schöne Funktion, die ich auch als sehr wichtig empfinde in Photoshop, das ist die Schnittmaske. Und das ist hier unten ist das Symbol an dem Eigenschaftenpanel hier von der Farbtonsättigung. Ihr legt es einfach oben über die Ebene, an die ihr das andocken wollt und dann klickt ihr einmal hier drauf und jetzt seht ihr, nur die Staubpartikel sind jetzt orange geworden. Also, ich blende es aus und ein. Wir haben trotzdem noch unser leichtes Blau hier drumherum.
aber die Staubpartikel sind orange geworden. Ich kann das Blau hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr wieder zurückholen, damit das noch ein bisschen klarer wird. Wir können auch das Blau zum Beispiel mal gucken, wie das aussieht. Wenn wir das hier ganz oben drüber legen, dann sind jetzt zum Beispiel die Staubpartikel hier im oberen Bereich eher blau und die hier im unteren Bereich werden eben auch eher so ein bisschen orange gefärbt. Also da müsst ihr einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Bei mir ist das ja auch, wenn ich ein Bild mache, das ist immer super viel Rumgeschieberei und Ausprobiererei. Klar, man weiß nachher so ein bisschen, was geht und auch ungefähr, wo man hin möchte, aber durch Ausprobieren findet man manchmal super Sachen heraus. Ja, das waren, glaube ich, naja, noch nicht ganz. Ein, zwei Sachen habe ich noch, die ich auch als sehr wichtig empfinde. Ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge es natürlich Sinn macht. Was noch sehr wichtig ist, gerade wenn man Composings macht, so wie ich, natürlich Auswahlen. Wenn ich nur einen bestimmten Bereich von einem Bild haben möchte und vielleicht möchte ich die Frau in einen anderen Hintergrund einsetzen, vielleicht können wir das gleich mal ausprobieren, mal schauen, wie es funktioniert. Es gibt ja so ein paar neue Auswahlfunktionen in Photoshop seit Adobe Max. Ja, wie macht man eine Auswahl? Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, eine Auswahl in Photoshop zu machen, bestimmte Bereiche zu bearbeiten oder bestimmte Bereiche auszuschneiden. Ich könnte jetzt mal versuchen, ob es funktioniert, die Frau auszuschneiden. Könnte sein, dass es geht, aber vielleicht ist hier die Kanten sind vielleicht ein bisschen unklar, aber vielleicht, wir testen jetzt mal diese neue Funktion von Photoshop. Die einfachsten Möglichkeiten sind natürlich die automatischen Auswahlen. Also es gibt einerseits hier unter Auswahl die Möglichkeit, das Motiv auszuwählen. Dann, da wird auch eine künstliche Intelligenz eingesetzt und wir schauen mal, was passiert. Gar nicht schlecht, also sogar fast perfekt, würde ich sagen. Wurde jetzt hier das Motiv sogar inklusive Schatten ausgewählt. Also die künstliche Intelligenz hat erkannt, was das Wichtigste in dieser Ebene ist. Und das ist die Frau natürlich mit dem mit der Laterne. Und hat das ausgewählt. Also das ist schon mal nicht schlecht. Das wäre auf jeden Fall etwas, auf das man aufbauen kann. Man sieht hier, die Hand wurde jetzt nicht ganz mit ausgewählt, die Laterne auch nicht. Aber man könnte jetzt zum Beispiel einfach eine Maske drauflegen. Dann würde jetzt die Frau soweit verschwinden. Aber wir haben jetzt sozusagen die Frau schon fast freigestellt. Man müsste jetzt zum Beispiel mit weißer Farbe könnte man jetzt mit dem entsprechend kleinen Pinsel, jetzt muss ich mal ein bisschen raus, ist ja schon sehr groß zu sein. Alles rot. Ja, genau, alles rot. Könnte man jetzt natürlich hier Bereiche wieder zurückholen, die man in seiner Auswahl haben möchte. Aber ich wollte euch noch andere Auswahlmöglichkeiten zeigen. Ich würde nochmal eben die Maske wieder das Ganze rückgängig machen, sodass ich keine Auswahl mehr habe. Es gibt hier noch, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Fokusbereich, das könnte auch funktionieren, können wir auch mal einmal anklicken. Also oftmals macht es Sinn, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren, weil oftmals ist dann eine die richtige von denen. Manchmal muss man auch alles händisch machen. Ich mache es tatsächlich meistens händisch. Hier scheint es jetzt ein bisschen schwieriger zu sein, den Fokusbereich zu finden. Sehen, mein Rechner ist ordentlich am Machen. Hier sogar noch ein bisschen mehr Leistung geben. Also der Fokusbereich scheint hier jetzt schwer zu finden. Oh, jetzt wird er richtig laut. Jetzt geht's los. Jetzt geht er richtig los. Okay, lassen wir das lieber, bevor er uns hier das ganze Ding gleich abschmiert. Lassen wir das lieber? Was? Ja, genau. Und jetzt habe ich ihm tatsächlich... Jetzt hast du ihm Vollgas gegeben. Jetzt habe ich ihm die Kante gegeben gerade. Oh, er ist sehr laut. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stream hören könnt, aber er gibt sich gerade richtig Mühe. Stefan fragt, wie änderst du Pinselgröße und Weichheit? Also machst du es mit deinem Maus händisch? Ich mache das, also ich habe es wie gesagt bis vor kurzem so gemacht, dass ich immer ein rechtsklick Bild gemacht habe und dann wirklich diese Regler verschoben habe. Mhm. Ja, Photoshop scheint jetzt abzuschmieren, jetzt muss ich es gleich mal killen. Ich zeige euch das gleich mal eben, ich kill mal eben Photoshop, weil möglicherweise habe ich ihn überfordert mit diesem mit diesem Task hier. Es ist halt noch ein relativ neues Tool in Photoshop, ne? Muss man halt noch dazu sagen. Wenn es aber ausgereift ist, das wird noch ein bisschen dauern, das lernt ja ständig dazu, ja. Dann wird das auf jeden Fall revolutionär. Ja, also es funktioniert jetzt auch schon sehr gut. Also ja, ihr habt ja bei der Motivauswahl schon gesehen, ich weiß jetzt nicht, woran das lag. Normalerweise funktioniert auch diese Fokusauswahl relativ gut.
Ich zeige das gleich noch mit den Pinseln. Das Praktische natürlich. Photoshop hat jetzt, obwohl ich die Dateien nicht gespeichert habe, hier relativ viel von meiner Arbeit gespeichert. Also Photoshop macht automatisch alle paar Minuten eine Speicherung. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr das Ganze, was ich hier gemacht habe, aber so ein bisschen würde ich es nochmal eben ganz schnell mir hier wiederholen, damit wir ungefähr wieder an dem Stand sind, wo wir gerade waren. Ich lösche hier nochmal die Pinsel, die Staubkörner hier. So. Also, wenn ihr den Pinsel super schnell vergrößern und verkleinern wollt, dann haltet ihr die Alt-Taste gedrückt auf Windows. Ich schätze mal, das ist dann die Option-Taste auf Mac. Und dann die rechte Maustaste. Und wenn ihr den Pinsel dann nach rechts schiebt, die Maus nach rechts schiebt, dann wird der Pinsel größer, nach links wird er kleiner, nach oben wird er weicher und nach unten wird er härter. Also so, das ist eigentlich die schnellste Möglichkeit, die es gibt, um den Pinsel anzupassen. In Härte und Größe gleichzeitig quasi. Muss man sich so ein bisschen reinfummeln und das immer mal wieder machen. Wie bei allen Dingen einfach Wiederholung. Ich konnte es mir auch erst vor ein, zwei Jahren wirklich richtig angewöhnen, das zu machen. Ja. So, wo war ich denn jetzt gerade? Bei Schnittmasken, das habe ich erklärt. Genau, ich hatte hier die Staubpartikel eingefärbt und dann wollte ich eine Auswahl machen. Also ich färbe das Ganze nochmal eben wieder. So ein bisschen. Und das hier oben drüber. So ungefähr hat es. Die Staubpartikel eher im Bereich der Frau so ein bisschen mehr orange sind. Und jetzt wollten wir eine Auswahl von der Frau machen. Also das Fokus-Auswahlwerkzeug lassen wir dann erstmal. Ich versuche es mal mit einem anderen. Es gibt hier in der Werkzeugleiste noch mehr Auswahl. Tools, also einerseits Rechteck-Auswahlwerkzeug, Lasso, da kann man dann einfach eine freie Auswahl zeichnen. Relativ schwierig, wenn man genau sein möchte. Polygon-Lasso ist dann schon etwas genauer, da könnte man jetzt sich dann hier entlang klicken und mit dem Doppelklick schließt man die Auswahl, aber das ist auch nicht so praktisch, weil man oftmals sich mal verklickt und dann muss man wieder die Auswahl von vorne anfangen. Magnetisches Lasso-Werkzeug gibt es auch noch. Interessant für uns sind jetzt gerade diese Schnellauswahl- und Objektauswahl-Werkzeug. Das ist nämlich das neueste Werkzeug in Photoshop, das Objektauswahl-Werkzeug. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Habe ich auch schon jetzt mehrmals benutzt. Das orientiert sich natürlich an Kontrastkanten. Und wenn euer Objekt keinen starken Kontrast zum Hintergrund hat, dann wird es nicht gut funktionieren. Hier probieren wir es jetzt mal. Also der Trick dabei ist, wir haben jetzt hier das Objektauswahlwerkzeug gewählt. Man kann hier entweder den Modus Rechteck nehmen oder den Modus Lasso. Ich würde jetzt mal Lasso nehmen. Und beim Lasso male ich jetzt einfach so ganz grob hier eine Auswahl um den Bereich, den ich auswählen möchte. Also ungefähr so. Und dann lasse ich einfach los und schaue, was Photoshop macht. Und ihr seht, Photoshop findet automatisch hier Kanten und hat es auch relativ gut gemacht. Also es ist oft so, dass die Auswahl nicht direkt perfekt ist, sondern dass man einfach noch ein bisschen weiter dran arbeiten muss. Aber so könnte man jetzt etwas auswählen. Oder wenn ich jetzt auch zum Beispiel nur diese Laterne hier haben möchte, würde ich eben nur diesen Bereich hier auswählen und schauen, was Photoshop macht. Das klappt jetzt hier nicht so gut, weil der Kontrast einfach zu schlecht ist. Aber ich kann mal schauen, ob ich hier noch irgendwas habe, was einen guten Kontrast im Hintergrund aufweist. Zum Beispiel hier, was haben wir denn hier mit dem Mann, der ist noch nicht, zum Beispiel den hier, den werden wir auch noch bearbeiten die Tage, da werden wir was ziemlich Cooles draus machen. Seht, wenn ich das jetzt hier reinziehe einfach, sieht eigentlich auch ganz cool aus mit diesem Staubeffekt drüber. Aber wenn ich jetzt hier sage, ich möchte die Person freistellen, nehme ich jetzt hier nochmal das Lasso-Werkzeug, ziehe hier meine Auswahl drumherum, lasse los. Das müsst ihr eigentlich relativ gut erkennen. Ja, hier beim Schwert ist der Kontrast nicht so gut, da müsste man dann nochmal nacharbeiten, aber ansonsten sieht es doch ziemlich gut aus. Und was auch oftmals noch hilft, wenn ihr eine Auswahl erstellen wollt und die Kontraste vorher nicht so gut sind, wendet einfach eine Korrektur auf diese Ebene an, damit die Kontraste besser werden, besser erkennbar für Photoshop. Also wir könnten jetzt hier zum Beispiel nur für die Auswahl einmal das Bild duplizieren, Alt-Taste gedrückt halten und dann in der Ebenenpalette einfach nach oben ziehen. Und dann gehe ich jetzt auf Bildkorrekturen und nehme vielleicht die Gradationskurven, das könnte ich mal ausprobieren.
Hier unten gibt es diesen Button, den man direkt im Bild die Farben oder die Helligkeiten verziehen kann. Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte, dass der Bereich hier heller wird. Und der Bereich hier soll dunkler sein, auch der. Und jetzt haben wir auf jeden Fall einen viel besseren Kontrast. Und ich schätze mal, dass Photoshop jetzt an diesem Bild hier mit etwas Glück die Auswahl etwas besser erkennen kann. Versuchen wir es nochmal. Also ich mache jetzt hier meine Auswahl. Hier kann, vielleicht muss man das auch erst rastern. Rastere mal die Ebene, dann ist der Effekt sozusagen direkt angewendet. Sehen, ich habe es eigentlich ausprobiert, es hat auf jeden Fall besser geklappt. Nee, das Schwert möchte er nicht. Aber ich glaube, dass es am Helm besser geworden ist tatsächlich. Aber man kann auch, wenn man eine Auswahl hat, einfach sagen, hier auf diesen Button und dann noch etwas zur Auswahl hinzufügen. So. Und dann nimmt er auch das Schwert mit. Also mit zwei quasi schnellen Klicks hat man jetzt die Person ziemlich gut ausgewählt. Und dann können wir diese Ebene hier, die war ja nur für die Erstellung der Auswahl da, löschen und haben jetzt die Möglichkeit, auch hier die Originalebene mit der gleichen Auswahl freizustellen. Und ja, so würde das funktionieren, eine Auswahl zu erstellen. Wenn ich etwas auswähle, nehme ich auch sehr gerne zum Beispiel das Farbwerkzeug, aber das ist auch wieder etwas, was eher ein bisschen fortgeschrittener ist. Das Farbwerkzeug funktioniert ähnlich wie das Polygon-Lasso erstmal, nur dass man eben jeden Schritt rückgängig machen kann. Also mit dem Farbwerkzeug kann man sich eben auch hier einfach Punkte setzen, die dann verbinden, und man kann aber eben die einzelnen Punkte alle noch im Nachhinein verschieben. Und sogar genau, und sogar beugen. Und man kann auch, ja genau, Kurven einbauen. Ja. Aber das ist dann auch schon relativ fortgeschritten. Ist aber für mich, wenn es wirklich um exakte Auswahlen geht, das beste Werkzeug. Zumindest wenn es klare Kanten gibt. Mhm. Für Haare ist es jetzt nicht das Beste. Was hast du noch auf der Liste gehabt? Ich hätte noch Smart-Objekte auf der Liste. Das können wir, aber das können wir morgen machen, oder? Genau, ja. Weil ich hätte jetzt noch vorgeschlagen, ja, oder je nachdem, wie du das siehst, verflüssigen. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Tool, was eigentlich relativ einfach zu bedienen ist und bei dem man direkt versteht, ah, okay, das macht das, und das ist vielleicht auch das, was viele Instagram-User nutzen. Mhm. Was? Ja, das kann man dann ja nachher später alles feststellen mit dieser neuen Funktion, ob genau, die das dann nutzen. Ja, wir können das gerne mal. Sagst. Doch, doch, ich überlege nur gerade, welches Bild ich ein. Wir können ja mal diesen Ritter hier nehmen. Okay. Wir haben halt nur noch 7 Minuten. Okay. Schaffst du das? Aber ja, also. Nö, nee, passt. 7 Minuten passt. Verflüssigen. Da kann ich vielleicht auch noch ein kurzes Thema Smart-Objekte einbringen, ganz schnell, weil so etwas wie Verflüssigen, das ist ja ein Filter. Hier oben findet ihr die Filter, sind auch nochmal viele verschiedene Effekte, die man benutzen kann, wenn man Bilder schärfer machen will, weicher machen will, künstlerische Effekte und so einbauen möchte. Wenn man die aber direkt auf das Bild anwendet, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, scharf zeichnen, unscharf maskieren, das ist jetzt ein Scharfzeichnungsfilter, wenn ich den jetzt krass anwende, dann wird das Bild halt super scharf. Und dann ist das gleiche wie, als wenn ich auf der gleichen Ebene mit einem Pinsel drüber gemalt habe. Ich kann das nicht wieder rückgängig machen, wenn ich diese Datei abspeichere. Und damit man Filter auch non-destruktiv verwenden kann, muss man zum einen Smart-Objekt verwenden. Das geht, wenn ihr einfach einen Rechtsklick auf die Ebene macht, das geht hier anscheinend auch an der gesperrten Ebene, in Smart-Objekt konvertieren. Dann bekommt die Ebene hier unten so ein kleines Symbol, und das bedeutet, die Ebene ist jetzt ein Smart-Objekt und ihr könnt jetzt Filter an diese Ebene ansetzen, die ihr auch später noch verändern könnt. Ähnlich wie diese Korrekturebene, nur dass die Filter eben direkt an der Ebene dann hängen. Jetzt gehe ich mal in die Filter und ins Verflüssigen. Ja, mit dem Verflüssigen kann man sehr witzige Sachen machen. Ja, man kann es entweder einsetzen, um ja, Kleinigkeiten am Gesicht zu verändern, oder man kann es übertreiben und witzige Sachen machen. Wird natürlich auch dafür verwendet in einer Beauty-Retusche, um irgendwie ganze Körper anders zu formen oder irgendwie Fettpölsterchen wegzunehmen. Was da erstmal super einfach ist, ist dieses gesichtsbezogene Verflüssigen. Das ist wahrscheinlich etwas, womit jeder einfach starten kann, weil man da einfach nur ein bisschen Regler bewegen muss. Hm. Das erinnert auch so ein bisschen an die Charaktererstellung von irgendwelchen Online-Spielen oder so. Ne? Ja, dass du ja, stimmt. Dein Gesicht verformen kannst. Genau. Nase, Augen, Wangen. Genau, also man sieht hier schon, wenn ich hier nur mit der Maus rübergehe, dass Photoshop hier anscheinend was erkannt hat. Also hier erkannt hat, ah, da ist ein Gesicht, guck, hier erkannt, sogar da ist das Auge. Und hier kann man wahrscheinlich sogar ein Bild ziehen, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Aber das muss man gar nicht. Man kann auch einfach hier in die Augen dann reingehen. Man gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, die Augen zu ändern. Zum Beispiel die Augengröße. Nur von dem linken Auge jetzt. Also ich könnte jetzt sagen, hier das
das rechte Auge soll größer sein. Man kann es jetzt hier nur bis zu einem bestimmten Wert machen. Aber da, ja, also das ist alles relativ selbsterklärend. Hier steht alles, was diese ganzen Regler machen, was man damit machen kann, was noch ganz witzig ist, wenn man irgendwie sagen möchte, ah, der guckt mir jetzt hier zu böse, dass man irgendwie ein Lächeln einbaut. Und dann seht ihr hier, man kann das Ganze hier den so ein bisschen freundlicher schauen lassen. Finde ich jetzt für dieses Bild tatsächlich nicht schlecht. Ja, er sieht oftmals natürlich sehr, sehr unnig und künstlich aus, aber hier bei dem Bild so ein leichtes Lächeln, finde ich, das könnte man ihm abnehmen. Wenn man das jetzt noch extremer haben möchte, dann nutzt man halt etwas von diesen Werkzeugen hier. Also zum Beispiel hier dieses erste Werkzeug, könnte ich jetzt hier ranzoomen und sagen, oh, ich möchte jetzt, dass er noch mehr lacht und ziehe das jetzt hier einfach nach oben. Hier oben sind natürlich auch Einstellungen für den Pinsel. Wenn ihr den größer haben wollt, dann könnt ihr hier einen größeren Bereich hochziehen. Jetzt guckt er ganz witzig. Also damit muss man einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Je nachdem, wie groß ihr den Pinsel hier macht, könnt ihr eben kleinere Bereiche verziehen oder eben größere mitnehmen. Wenn ihr jetzt sagt, ah, ich möchte, dass der ein dickeres Gesicht bekommt, dann macht ihr einen relativ großen Pinsel und zieht hier einfach seine Wangen hier so ein bisschen raus. So. Oder wenn ihr jetzt sagt, ah, ich möchte gerne, dass er eine größere Nase bekommt, dann gibt es hier auch extra ein Werkzeug, um Dinge aufzublasen. Das heißt, glaube ich, auch Aufblasenwerkzeug. Und jetzt nehmt ihr ungefähr eine Größe, die so ungefähr über seine Nase passt, und dann klickt ihr und haltet einfach. Und dann kriegt ihr so eine richtig dicke Nase hier. Und das andere Werkzeug hier ist dann im Gegenzug dazu, um etwas zu verkleinern. Also zum Beispiel die Augen kleiner machen. Also man kann dann wirklich so Karikaturen auch erstellen, wenn man sich damit ein bisschen befasst. Ja, und dann gibt es hier noch einen Pinsel, um die Sachen wieder rückgängig zu machen, die ihr erstellt habt. Da könnt ihr es wieder zurückmalen. Ja, das wären jetzt so die Sachen, die mir einfallen. Vielleicht noch dazu. Bei der Retusche ist es oft so, dass ein Mix aus verschiedenen verflüssigen Tools benutzt wird. Also ich sag mal, das, was am ehesten auch gerade bei Retusche benutzt wird, das ist kurz hier links schieben, das Werkzeug. Genau, das ist ein Rechtsschieben-Werkzeug. Ja, ist genau. Nämlich, ist es das hier? Ja, nee. Genau, doch. Doch, genau. Das Problem ist nämlich gerade bei High-End-Retuschen, wenn man jetzt, sagen wir mal, dafür arbeitet, ein Model auszuschneiden und das dann halt eben vielleicht ein bisschen zu verformen, dann soll das ja im Endeffekt zum Beispiel auch auf Plakaten oder so erscheinen. Das heißt, wenn da irgendwas Kleines nicht stimmt, dann sieht man das. Auf einem 10-Meter-Plakat sieht man das. Gerade wenn man nebendran steht, ne? Und das Problem ist, sage ich jetzt mal, bei solchen Tools wie das Verflüssigen-Tool, das ist super gut, aber... Also man verzieht halt die Pixel ganz schnell. Also wenn ich das jetzt immer benutze, sieht man hier jetzt mal im Extrem, die Pixel werden halt in die Länge gezogen. Ne? Genau. Und da muss man halt ganz aufpassen. Gerade wenn es eben um solche Sachen wie Gesicht geht, wo man auch ja Poren hat und bei der High-End-Retusche zum Beispiel, also wenn man wirklich Frauen zum Beispiel oder Männer schön machen will, oder säubern will, ich weiß nicht, wie man den Fachbegriff nennt, vielleicht weiß das jemand. Ja, also ich habe es nur noch mal alternativ gesucht. Dann verschwimmen diese Poren. Ne? Also das Bild wirkt einfach nicht mehr scharf. Es wird halt weich. Ne? Und gerade bei solchen Sachen ist es dann eher weniger gut und dafür gibt es dann zum Beispiel das Nach-Rechts-Schieben-Werkzeug. Und das Nach-Rechts-Schieben-Werkzeug schiebt im wahrsten Sinne des Wortes das Pixel nach rechts. Ne? Das heißt, genau, aber dennoch muss man auch dort aufpassen, weil man sieht ja, wenn man das übertreibt, also so wie ich es jetzt hier gemacht habe, dann verzieht man auch die Pixel ganz schnell. Na klar, klar. Man muss da immer sehr vorsichtig vorgehen. Alles in Maßen. Genau. Aber dennoch, also wenn man das richtig einsetzt, ist das ein Rechtsschieben-Werkzeug ein bisschen effektiver, also gerade was die Schärfe angeht, weil es eben nicht von Grund auf Pixel aufbläst oder halt irgendwie verzieht, sondern einfach sagt, hier, diese Reihe zum Beispiel, also wenn du jetzt hier die Wange anguckst und wenn man sagt, die Wange soll ein bisschen flacher werden, dann schiebt er einfach diese Wange wirklich eine Reihe rein. Ne? Und, okay, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht. Aber ja, man sieht es hier sogar hier in dem kleinen Symbol, dass der Pixel so ein bisschen mehr erhalten bleibt. Wenn man dann links schieben will, dann muss man einfach nur in die andere Richtung praktisch gehen. Genau. Ja? Man schiebt immer dann hoch oder runter quasi. Genau, hoch oder runter, macht es dann nach links oder nach rechts, also mehr oder weniger. Also wenn ihr sagt, ihr wollt Sachen retuschieren, jetzt gerade für den Anfang, übt euch ruhig gerne mal an dem verflüssigen Werkzeug oben links, aber ihr werdet halt schnell merken, gerade wenn ihr viel verflüssigen oder verformen wollt, stößt das auch gerne mal an seine Grenzen, weil halt erstens das Ganze so ein bisschen verschwimmt und zweitens wird es halt für euch dann immer schwerer, Form realistisch beizubehalten. Ne? Weil das ist ja auch gar nicht so leicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt diese Nase komplett gerade machen wollen würde, dann man muss halt das Auge dafür haben und wissen, okay, was muss ich verschieben, mit welcher Stärke. Genau, das ist auch nicht so mein Spezialgebiet, also da
so High-End-Retusche und so. Also man sieht ja, wenn man jetzt hier noch nah rangeht, es sieht immer noch okay aus. Die Nase war halt von Ja. vornherein nicht ganz scharf und dann kann man da auch so ein bisschen Ja. dran rumformen. Das ist übrigens das nach links schieben Werkzeug. Danke, Christoph. Habe ich Du auch hast gerade gemacht. verpasst, ja. Nee, natürlich das nach links schieben Werkzeug, ja. Ja. Gerade geschrieben, das nach rechts schieben Werkzeug, was eigentlich das nach links schieben Werkzeug heißt. Ja, genau das. Ja. Habt ihr natürlich recht, aber das ist nichtsdestotrotz ist der Effekt natürlich derselbe, nur halt in die andere Richtung. Aber ja, Verflüssigen ist halt ein wahnsinnig spannendes Tool, weil man damit relativ schnell umgehen kann. Ne, es ist Ja, relativ es ist relativ intuitiv. einfach, ja, genau. Genau. Und war auch tatsächlich eines der ersten Tools, das ich selbst konnte. Wenn ich Ja, so. ich kann noch von aus meiner Kindheit gab es mal ein so ein Programm, das hieß irgendwie Kai's Power Go. Vielleicht kennt das noch irgendjemand, da konnte man so Gesichter mit verflüssigen. Und daher kannte ich das irgendwie schon, als ich Photoshop auch das erste Mal auf gemacht habe. Ja, Aber es ist auch weiß so ein nicht. bisschen das Gefühl von der Kindheit tatsächlich drin. Ne? Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Knete. Ja, Ne? Du genau. knetest das Gesicht so ein bisschen, ziehst Genau. und drückst. Ne? Genau. Und das macht es halt intuitiver zum Gestalten, weil du ungefähr weißt, was passiert, wenn ich jetzt dem da irgendwie auf die Backe drücke. Ja, Ne? genau. Dann wird es Also halt man eingedrückt. kann schon echt coole Sachen machen. Gerade wenn man zum Beispiel Composing macht, ist es auch cool, den Hintergrund sich einblenden zu lassen. Dann kann man die Ebenen sehen, die dahinter liegen. Genau. Hier sieht man Das zum sieht Beispiel das sehr lustig Original aus. nochmal. Was? Ja. Was? Macht natürlich jetzt hier nicht so viel Sinn, aber Nein. theoretisch ist das noch sehr praktisch, was ich noch häufiger mal nutze. Sehr cool. Ja. Auf jeden Fall, um das Ganze dann abzuschließen, wenn man jetzt OK Yes. klickt, dann seht ihr hier unten den Smart Filter und der ist jetzt hier unten dran und der ist non-destruktiv. Ich kann jetzt hier einfach einen Doppelklick drauf machen und kann das Ganze weiter bearbeiten oder eben auch komplett zurücknehmen. Jetzt lädt er kurz. Genau, da sind meine Einstellungen. Könnte ich jetzt weitermachen oder zurücknehmen und ich kann es auch hier einfach über dieses Auge ein- und ausblenden oder über die Filtermaske, die genauso funktioniert wie eine Ebenenmaske, nur halt für den Filter mit Schwarz draufmalen und an bestimmten Bereichen jetzt hier am Ohr zum Beispiel sieht es hier so wellenförmig aus, wenn ich da jetzt drüber male, mit einem schwarzen Pinsel, das ist an der Stelle der Effekt dann eben weg. Ja, und den Filter könnt ihr auch dann einfach in den Mülleimer schmeißen, wenn ihr da sagt, ihr wollt diesen Effekt nicht mehr haben. So funktioniert das mit dem Verflüssigen und den Smart-Objekten. Und Genau. Smart-Objekte haben noch ein paar mehr Funktionen, aber das erkläre ich euch dann bestimmt noch die Tage. Nice. Ja. Cool. Ich switch mal ganz kurz wieder in das große Format, weil wir sind ja schon am Ende der heutigen Session angekommen. Es gibt natürlich, man muss mal sagen, Photoshop ist ja so ein riesiges Tool, da kann man in 2 Stunden nicht alles abdecken. Nee. Aber wir haben ja noch 4. Ja. Ne? Und der Lasse, der macht das, glaube ich, auch sehr gut. Zumindest auch das von dem Feedback, das ich von euch bekomme. Und der macht das auf jeden Fall. Klasse, Ich gebe der mein Bestes auf Lasse. jeden Fall. Wie gesagt, ich habe noch nie das für Anfänger erklärt, aber ich hoffe, es war jetzt einigermaßen verständlich, die wichtigsten Dinge. Ja, auf Ja. jeden Fall. Also vielen Dank, lieber Lasse. Gerne. Genau, wir sehen uns morgen um 10 wieder mit dem Marius zum Thema Video, After Effects und Premiere Pro. Und dann mittags geht es weiter mit der Sarah zum Thema Illustration mit Fresco. Und dann sehen wir uns mit dem Lasse wieder um 14 Uhr Genau. morgen. Und dann werden wir auch ein bisschen tiefer einsteigen. Ihr seht ja schon hier vielleicht bei mir in der Bibliothek, ich habe hier viele Feuerbilder. Ach nee, ihr könnt es gerade nicht sehen. Aber ich habe in meiner Bibliothek hier viele Feuerbilder. Und mit dem Ritter werden wir uns dann nochmal ein bisschen genauer befassen und dann auch mal wirklich ein Composing machen. Genau. Und damit es auch mal wirklich ein bisschen spannender Also wird. auf jeden Fall morgen Ja. nochmal einschalten. Wir werden uns morgen auch weitere Sneaks noch ansehen von der Max und wir werden euch so krasse Sachen zeigen. Da werdet ihr jetzt, also gerade wenn ihr jetzt das Grundverständnis von Photoshop so ein bisschen mitnehmen konntet, werdet ihr morgen nochmal umso mehr sehen, warum diese Sneaks, die jetzt dieses Jahr kamen bei der Max, so krass sind. Aber genau, das für morgen und übermorgen mehr. An der Stelle, genau, vielen Dank nochmal, Lasse. Gerne. Wir sehen uns morgen früh, wir sehen uns morgen Nachmittag. Ihr habt jetzt erstmal einen schönen Nachmittag. Ja, schönen Ne? Abend. Bis Ciao, morgen ciao. um 10 Uhr. Wieder einschalten und nicht vergessen. Ciao! Ciao. Achso, und ihr könnt natürlich, wie gesagt, wenn ihr irgendwas verpasst habt, immer im Nachhinein euch jede einzelne Session auf YouTube, auf unserem Adobe.de-Channel oder auf adobelive.com immer wieder ansehen. So, jetzt aber. Tschüss! Ciao.